Kneipenquiz. Oh, meine Damen und Herren, ja, es geht doch sehr schnell dann wieder los. Herzlich willkommen. Es ist Mittwoch, es ist 20 Uhr und das ist das erste deutsche Internetfernsehen. Und wir haben euch heute hier eingeladen für ein ganz besonderes Event, nämlich ein Kneipenquiz mit dem wunderbaren Titel... Ja. So moderiert man das indirekt an. Wir haben heute Folgendes vor. Wir wollen ein bisschen quizzen, wir sitzen hier im Garten, wir trinken ein Bierchen. Wir werden uns auch die ein oder andere Wurst reinziehen. Da steht der liebe Thaddäus heute am Grill und bewirtet uns. Und natürlich... Ja. Wollen wir heute wissen, wer ist eigentlich der Cleverste? Deswegen haben wir hier 5 Teams versammelt. Die versuchen sich diesem knallharten Fragenkatalog, den der gute Fabian... Heute mein Assistent, auch da war ein kleiner Applaus. Ja, der gute Fabian und ich mühselig erarbeitet haben. Wir haben wirklich knackige Fragen rausgesucht, haben überlegt, das sind so Biester, die wissen noch alles. Dann habe ich kurz gecheckt, wer macht überhaupt mit. Dann haben wir das Niveau ein bisschen angepasst von den Fragen, ein bisschen runtergegangen. Trotzdem haben wir verschiedene Themengebiete. Ihr werdet, manche Sachen werdet ihr... in der Gruppe diskutieren müssen, zu einem Ergebnis kommen. Manche Sachen sind klassische Wissensfragen. Andere Sachen sind Multiple-Choice-Sachen. Das heißt, da habt ihr 3 Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Wir spielen 3 Runden à 10 Fragen. Es gibt jeweils einen Punkt pro richtige Antwort. Das werde ich nach jeder Runde à 10 Fragen, werde ich das hier eintragen, wer was richtig gewusst hat. Wer am Ende... die meisten Punkte hat nach den 3 Runden, der wird hier als Sieger rausgehen, als Siegerteam und diesen fantastischen Preis erhalten, der natürlich leuchtet. Ja, ui, das ist ja richtig schöne Atmosphäre hier, Leute. Bezeichnet dann, wer ist hier das hellste Licht, wer ist die Leuchte von Rocket Beans TV. So, also nach der ersten Runde werden wir die Fragen, die Bögen von euch einsammeln. Wie sehen diese Bögen aus? Das sehen wir hier einmal. So in etwa sieht das aus. Hier für das Team Fackeln im Shitstorm. Diese Bögen kriegt ihr für die einzelnen Runden. Dort habt ihr die Möglichkeiten, Sachen auszufüllen oder anzukreuzen. Also, 3 Runden. Wichtig für euch zu wissen, der Quizmaster hat im Zweifelsfall immer recht. Versucht nicht zu viel zu diskutieren, da ich sonst vielleicht mit meinem Wissen am Ende bin und dann einfach emotional reagiere und Punkte abziehe. Es gibt auch die Möglichkeit, bei einigen Fragen ein bisschen kreativ zu antworten, und sollte das hier zu einem mittelprächtigen Lacher führen, könnte es sein, dass ich da noch mal einen halben Kreativitätspunkt gebe, wenn zum Beispiel der Schröckert eine gute Filmreferenz droppt, die ich zwar nicht verstehe, aber doch irgendwie ihr breiten Anklang findet. Kann das dazu führen, aber verlasst euch nicht darauf. Also, 1 Punkt pro Antwort. Ist die Antwort unleserlich, dann muss ich das leider als falsch werten. Mehrere Antworten sind auch falsch. Und ganz wichtig, dazu kommen wir gleich. Lexika, Handy etc. alles verboten zum Nutzen. Kommen wir aber erstmal zu den Teams, die sich hier rantrauen. Wir fangen an beim Team. Wen haben wir bereit? Guck mal, ich sehe da auf jeden Fall schon das Team Fackeln im Shitstorm. Können wir das abgreifen? Da ist die gute Lia, der Marco, der Timo, die Bell und der Robin. So, greift mal zum Mikrofon, erzählt mal ein bisschen. Habt ihr euch vorbereitet? Wer von euch ist denn der Team-Captain? Ja, keiner will was sagen hier. Wir sind bestens vorbereitet. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Seid ihr so Leute, die auch mal abends ein bisschen Wissensspiele machen, die auch mal was lesen oder so? Nee. Ich kann mir das bei euch gar nicht vorstellen. Gar nichts? Nee. Keine Bildung? Nö. Okay. Deswegen sind wir ja auch hier. Deswegen seid ihr hier. Okay, 30 Fragen zu beantworten. Vielleicht wisst ihr ja doch die eine oder andere. Dann haben wir das Team Plörrepäpste, das sich zusammensetzt aus unseren Grafikern. Jan, Jakob, Hannes, Alvin und Ben. Was waren eure Vorbereitungen? Was sind so eure Stärken? Ja, wir haben bis vor kurzem noch gedacht, dass das Trinkvolumen auch eine Rolle spielt bei diesem Kneipenquiz. Ja. Deswegen haben wir gut gefrühstückt. Ihr standet ja auch wirklich komplett hinter dem Titel Rülpstes Kneipenquiz. Auf jeden Fall, ja. Was sind denn so Themengebiete, wo ihr sagt, da wird es ein bisschen dünn? Oder ergänzt ihr euch?
Ich glaube, dünn, wir sind uns alle einig bei Erdkunde. Da könnte das ganze Wissen ein bisschen ausdünnen. Ansonsten haben wir natürlich, glaube ich, hier Nerdquiz-Finalisten sitzen. Also auf dem Gebiet sehen wir überhaupt kein Problem. Ja, Erdkunde, politisches Wissen vielleicht. Da, okay, nee, da haben wir einen sitzen. Nee, eigentlich sind wir sehr gut abgedeckt. Okay, gut, das werden wir rausfinden, ob ihr das wirklich seid. Dann zu meiner Rechten. Gunnar's Eleven hätte ich beinahe gesagt. Die Undertaker. Gunnar, du hast versucht, hier ein All-Star-Team zu rekrutieren. So, als du von diesem Quiz erfahren hast, hieß es im Prinzip, okay, ich brauche das Beste, was ich bei Rocket Beans finden kann. Bist du jetzt wirklich zufrieden mit deiner Gruppe? Ja, ich glaube, ich habe das ganze Wissen von Rocket Beans hier gebündelt an dem Tisch sitzen. Also besser geht's, glaube ich, nicht. Also wir haben hier Fußball und Nerd, Gaming-Zeugs, Bio und Sport, Erdkunde und Film und halt mich noch als Ergänzung für die richtig kniffligen Sachen. Herr Schröckert, übernehmen Sie doch mal kurz das Mikrofon. Was sind denn so, also man weiß natürlich immer sehr viel von deinem Filmwissen und so. Ich nehme schon vorweg, es wird nicht eine einzige Filmfrage dran kommen. Trotzdem, ja, ist natürlich schwierig. Ihr wisst so viel, deswegen musst du natürlich einige Themengebiete ausschließen. Was sind denn so Sachen, wo du ein bisschen ein feuchtes Höschen bekommst? Alles, worüber jemals schon Film gedreht wurde. Und Musik. Und Musik. Musik? Kannst du dich gar nicht aus? Bücher, Geschichte. Ja. Ja, was du nicht weißt, ne? Was ich nicht weiß. Jesus, okay, also Fragen zum Beispiel erfassen ist eher ein Problem, so. Ja, Reading. Verstehen. Hören. Ja, verstehen. Okay, dann haben wir noch ein hochkarätig besetztes Team. Das Team Benjamin Bierchen unter der Leitung, nehme ich jetzt einfach mal an, des Leitwolfs Nils, der natürlich einen unglaublichen Wissensschatz hier heute mitgebracht hat. Außerdem am Start Raphael, Sven, Moritz und die wunderbare Lisa. Was habt ihr ein Themenkonzept? Ergänzt ihr euch in irgendeiner Form? Also wir haben so ein Gap, so ein Altersgap. Alles, was quasi vor den 90ern passiert ist, da sind die alle raus. Das muss ich beantworten. Und alles, was danach ist, ist halt euer Ding irgendwie. Also wir haben festgestellt, keiner von uns hat von irgendwas richtig viel Ahnung. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das kommt jetzt wirklich auf die Fragen an. Ja, okay. Raphael, ich habe gehört, du hast eigentlich die letzte Woche komplett Quizduell gespielt. Wo ich mich gefragt habe, das hat noch jemand. Ne? Das waren so deine Vorbereitungen. Quizduell ist doch schön ausgeglichen, immer verschiedene Themengebiete. Mhm. Why not? Okay, wir werden sehen, inwiefern dir das weiterhilft. Und unser letztes Team, das Wurst-Käse-Szenario. Also den besten Namen habt ihr auf jeden Fall schon mal abbekommen. Der Florian Harten strahlt mich da an. Die Anja ist dabei. Der Max ist gerade noch spontan dazugekommen. Yeah. Der Etienne und die Lisa. Was habt ihr euch für heute vorgenommen? Ihr seid eigentlich ein sehr hochkarätig besetztes Team mit Fabian. Gut, jetzt ist Max da. Wollt ihr trotzdem noch gewinnen? Ja, also Fabian musste spontan absagen und dann haben wir uns direkt das nächste Genie geschnappt, um alle Bereiche hier abzudecken. Ja. Ich denke, es ist ganz klar, wir haben hier Leute sitzen, die in der Schule auch wirklich andere nicht haben abschreiben lassen, weil sie so gut sind. Insofern, wir sind sehr positiv. Wir haben die anderen Tische mal so uns angeguckt und ehrlich gesagt, also, ne? Ja. Come on. Hey, es war nicht einfach, das Fragenniveau anzupassen. Ne? Ja. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, es gibt keine Programmierfrage. Das heißt eigentlich, aber schön, dass du dabei bist, gibt ja auch eine Wurst und so. Ja, dann gehe ich auch, weil was soll ich denn Programmierfragen. So, Wurst-Käse-Szenario, wir werden sehen. Ihr habt schon ein gutes Team am Start, weil Lisa weiß ich auch immer nicht. Du siehst immer so wissend aus, aber ich glaube, da steckt nicht viel dahinter, oder? Man denkt immer so, ja, die ist bestimmt viel belesen und geht auch mal in eine Bibliothek und so. Aber Erdkunde ist bei mir auch das ganz schwache Feld, definitiv. Mhm. Ich habe schon gehört, man müsste irgendeine Stadt in Papua-Neuguinea benennen können oder so, war ich direkt raus. Ich weiß es nicht. Ist Papua-Neuguinea nicht eine Stadt? Nee, ein Land, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Klärt das in der Diskussion. So, das sind also die Teams, die hier heute versuchen, die Krone und die Leuchte, besser gesagt, an sich zu reißen. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt beim Kneipenquiz. Wer hat überhaupt schon mal mitgemacht, meine Frage? Wer hat schon mal Kneipenquiz wirklich aktiv mitgemacht? Mal die Hände hoch. Hey, Ali Strauß, hallo. Ja. Mein Assistent, der Fabian, wird jetzt gehen und euer Wertvollstes einsammeln.
nämlich die Handys. Ja, die Handys werden natürlich eingesammelt. Cheatquelle Nummer 1, das ist immer diese Diskussion. Ne? Also alles, was ihr an Handys habt, weg. Das Social Media, den geht euch nicht. Andreas, ja. So, während hier die Handys eingesammelt werden, für euch zu Hause geht das natürlich auch. Ihr könnt sehr gerne mitmachen. Oh, schau mal, das sieht aber schön aus mit der Flipchart hier. Ne? 30 Fragen, ihr habt eine Minute Bedenkzeit, genauso. Und könnt dann gespannt auf die Lösung warten. So, das sind knackige Fragen. Ich bin mal gespannt. Es ist immer schwierig, irgendwie zu sagen, okay, macht man zu knackige Fragen, dann weiß es keiner, alle sind frustriert und sind raus nach der zweiten Frage. Oder macht man zu easy, wird es halt schwierig mit dem Auszählen der Punkte. So. Oh, 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 oh. Hallo, Fabian. Da musst du nochmal bei dem guten Kollegen Nils Bohmhoff nachhaken. Ah, ausgerechnet. Einer, zu dem ich aufblicke. Hallo, Fabian. Guck mal, da werden dir die Handys hinterhergeworfen. Jesus. So. Also. Okay. Wie sich die Leute wehren. Welche denn? So, Fabian, komm zum Ende. Ja, okay, ich habe alles. Ja, du hast die meisten Handys, hat er, glaube ich, erwischt. Dankeschön, Fabian. Dann. Da gibt es noch eine letzte Diskussion, weil die Wertsachen hier entwendet werden. Meine Güte. So, dann seid ihr bereit. Ihr habt Zettel und Stift. Ihr kriegt jetzt noch hier die Bögen. Ja, den Zettel gibt es jetzt. Runde 1. Team Fucking im Shitstorm. Guck mal, das mache ich noch persönlich hier. Benjamin Bierchen ist euer, das Wurst-Gese-Szenario. Keine extra Fragen. Die Undertaker und die Blubberpäpste. So. Dann, liebe Leute, würde ich sagen, Runde 1. Papa! Maybe not. Die ersten 10 Fragen. Haben wir da eine Grafik vorbereitet, meine Damen und Herren? Sonst würde ich einfach vorfahren. Ja. So. Dann schauen wir mal hier. Oh, habt ihr schon ein bisschen Bock? Ja? Lasst euch nicht demotivieren. Manchmal ist ja so, wenn man die erste Frage nicht kann, dann haben wir eigentlich schon keinen Bock mehr auf den Abend. So, ne? Na gut, probiert es. So, Frage 1. Ihr, die Zuschauer, sehen das gleich hier im Bild. Welches dieser Kinder gehört nicht zur Klum-Familie? A. Henry Günther. Klum, Heidi Klum. A. Henry Günther. B. Rocco Ernesto. C. Lou Sulola. So, dann drehe ich jetzt hier die Uhr um und die eine Minute läuft. Und sobald ihr die Glocke hört, ist diese Minute vorbei. Kann ich die Namen nochmal hören? Welches dieser Kinder gehört nicht zur Heidi Klum Familie? A. Henry Günther. B. Rocco Ernesto. C. Lou Sulola. So. Also, das ist die erste Frage. Insgesamt hat die gute Heidi 4 Kinder. Eins von Flavio Briatore und die anderen von Ciel. Es ist nicht so einfach, ne? Promi-Kinder haben ja immer die nervigsten Namen. Ja, A. Henry Günther. B. Rocco Ernesto. C. Lou Sulola. Das ist ja auch, ne? Ich meine, oft ist es ja auch so, dass sie nach dem Zeugungsort bestimmt werden. Aber ich meine, bei mir wäre das halt, also bei Boris Becker, der hat es Gott sei Dank nicht gemacht. Ne? Ja, Achtung und das war's. So, ihr habt hoffentlich alle eine Antwort eingetragen. Das war die erste Frage. So, Frage 2. Frage 2, wir gehen in die Märchenwelt.
Wo versteckt sich das siebte Geißlein im Grimm-Märchen Der Wolf und die sieben Geißlein? Eine Minute ab jetzt. So. Berühmtes Märchen der Grimm-Brüder. Jakob und Wilhelm Grimm. Nicht zu verwechseln mit der Vox-Serie Grimm. Da bin ich nach der ersten Staffel raus. Im Kamin wird da getuschelt von Etienne Gardet. Brillant oder doch nur eine Verwirrungstaktik, die ins Leere läuft? Circa die Hälfte der Zeit ist um. Wo versteckt sich das siebte Geißlein im Grimm-Märchen Der Wolf und die sieben Geißlein? Übrigens sind diese Märchen, also die Gebrüder Grimm lebten im 18. und 19. Jahrhundert tatsächlich. Bekannt für so viele Klassiker. Ich glaube, die Grimm-Brüder, die einzigen, die mehr Märchen erzählen als Andi Strauß. So, das war die zweite Frage. Übrigens nicht zu verwechseln mit der RTL2-Doku, die Geißleins. Wir gehen in die... Dritte Frage. Ja, habe ich schon. Dritte Frage. So, Achtung, jetzt müsst ihr euch ein bisschen was vorstellen. Wie viele blaue Dreiecke sieht man auf dem Union Jack? Eine Minute läuft. Union Jack, die Flagge von Großbritannien. Wie viele blaue Dreiecke sieht man? Also, Union Jack, Flagge von Großbritannien. Die schottische, die englische und die nordirische Flagge zusammen. Nils macht's vermeintlich richtig, versucht es gleich mit dem Zeichnen. Kurze Frage. Ja. Kann ich die nochmal hören, die Frage? Wie viele blaue Dreiecke sieht man auf dem Union Jack? So. Dritte Frage. Flagge gibt es übrigens seit 1801 in der heutigen Form. Da wird diskutiert, hier wird ein bisschen gezeichnet. Auf der Rückseite. Man kann es sich auch mathematisch erschließen, aber ich habe natürlich leicht reden, da ich ein Großbrite bin von Geburt. Wahrscheinlich bin ich gemutet und man hört mich gar nicht. So, das war die Glocke. Dritte Frage. Frage Nummer 4. Horcht auf für die vierte Frage. Was war im Kalenderjahr 2016 auf Platz 2 der meistverkauften Videospiele? Es geht hierbei um Spiele, die 2016 auch erschienen sind. Plattformübergreifend. Ja. Platz 1 gebe ich euch die... Weltweit. Nee. In Deutschland. In Deutschland natürlich. Ja, in der deutschen Welt. Platz 1 gebe ich euch als Hinweis, war FIFA 17. Aber was war Platz 2? Nein. Was sind 2016 so für Spiele erschienen? Vielleicht Risen 3 in der portierten Version? Ja, auf der PlayStation? Man weiß es nicht. Würde unsere Kollegen freuen von Piranha Bytes. Ach ja. Zeit rennt. 2016 ein Jahr voller Spiele-Highlights. Für mich nicht, aber weil ich immer noch die von 2015 gekauft habe. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Frage 4. Wir kommen zur nächsten Frage. Frage 5. Ein Handwerker fragt nach einem Franzosen. Was gebt ihr ihm? Ein Handwerker fragt nach einem Franzosen. Was gebt ihr ihm? Vielleicht eine Chance für unsere Requisite auch mal einen Punkt zu holen. Eine Minute läuft.
die Welt der Werkzeuge ja voll mit so ausgetüfteten Namen wie Engländer, Franzose. Du wüsstest das, ne? Ich wüsste es, nach dreistündiger Recherche wüsste ich es, könnte es immer noch nicht benutzen wahrscheinlich. Aber ja. Also. Amerikaner, Berliner. Bin übrigens perfekt ausgeleuchtet. Wir können gerne häufiger in die Klause gehen. Das hört richtig, richtig gut aus gerade. Also. Es wäre auf jeden Fall ein Werkzeug. Bräuchte ich das zum Hundehütten bauen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Frage 5. Wir sind raus aus dem grobmotorischen Bereich, sind jetzt wirklich im Handwerk. Aber wer weiß das hier? Das war die Glocke. Dankeschön, Fabian. Hier wird sehr getuschelt, das finde ich sehr schön. Hier wird noch überlegt, wird wirklich zusammengearbeitet. Frage Nummer 6. Seid ihr bereit für die 6. Frage? Klassische Allgemeinwissenfrage. Wer komponierte die deutsche Nationalhymne? Wer komponierte die deutsche Nationalhymne? Text oder die Melodie? Es geht ums Komponieren und das verweist auf was? Melodie, ja. Ist ja nur Definition von Komposition. Ne? Ich mein. Ja, Reading Comprehension ist wieder Leistungsfach. So, was spuckt denn da Handys aus? Also, klassische Wissensfrage. Das ist so eine Trivial Pursuit-Frage, ja, wenn man das früher mal gespielt hat. Ich hatte immer noch diese Edition, wo irgendwie noch die Antwort auf Verteidigungsminister Rudolf Scharping war, weil ich mir danach nie wieder eine neue Edition geholt habe. Komponist lebte von 1732 bis 1809. Es geht übrigens nicht um verbotene Strophen, dieser Hymne. Es geht nur um die Komposition. Wo die Strophen ja teilweise noch gesungen werden bei internationalen Aufführungen. Die Zeit ist jetzt vorbei. So. Seid ihr schon ein bisschen am Schwitzen oder ist alles zu easy, zu schwer? Mega easy. Mega easy. Jetzt kommt eine sehr schöne Frage. Ihr habt auch wieder nur eine Minute Zeit, jetzt müsst ihr wirklich fokussiert an einem Strang ziehen. Nenne 3 Redewendungen, in denen Vögel vorkommen. Zeit läuft jetzt. Also. Es kann auch das Wort Vögel sein, es können einzelne Vögel sein. 3 Redewendungen, geflügelte Wörter, könnte man an der Stelle sagen. Richtig gut, den hätte ich mir eigentlich vor der Sendung überleben können. Na gut, ich bin besser präsentiert. Zeit läuft. 3 Redewendungen. Ja, Hannes. Das Wort Vogel, nicht ein Vogel, sondern... Vogel, Vögel kann drin vorkommen in der Redewendung. In der Vogelart. Auch, da klar. Ach so, ja. Klar, klar. Ja, also es gibt ja sehr viele Redewendungen, die aus dem Tierbereich zu uns kommen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Da liegt der Hund begraben. All diese Tiere können nicht fliegen. Das ist das Problem für diese Frage. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Nur 3 oder können wir auch 5, 6? Wir können 5, 6. Es gibt keine zusätzlichen Punkte, aber es beeindruckt mich natürlich trotzdem. Ja, das kann man natürlich dazu sagen. 3 Redewendungen. Sag mal, stopp. Und es ist vorbei. So. Aber das können wir ja vielleicht. So. Ah, da wird noch diskutiert beim Team die Undertaker. Ob da 3 Redewendungen rausgekommen sind. Wir werden es später erfahren. Benjamin Bierchen, da wird auch noch geschrieben, diskutiert. Sehr schön. Anja hinterfragt offensichtlich die Antwortmöglichkeiten, die da eben aufgeführt wurden. Frage Nummer 8. Wir gehen in den Medienbereich. Wer hat Herzblatt nicht moderiert? Multiple Choice, 3 Antwortmöglichkeiten. A. Jörg Pilawa. B. Pierre Geissensetter, der hier, glaube ich, falsch geschrieben ist. C. Kai Böcking.
Also, wer von den zwei von den dreien Harms moderiert in der langen Geschichte der Serie Die Zeit läuft? So, also, Jörg Pilawa, Pierre Geissenzetter, Kai Böcking. Jörg Pilawa, A. B. Pierre Geissenzetter, C. Kai Böcking. Wer hat Herzblatt nicht moderiert? Die lange Geschichte, die lief von 1987 bis 2005 im Ersten. Rudi Carrell natürlich, einer der großen, vieles moderiert, ja, Show. Hera Lind, eine der, die einzige Frau, die das moderiert hat. So viele Paare, die glücklich gemacht wurden. Gab es das letzte Mal, glaube ich, als die Homo-Ehe durchgewunken wurde. Also, einer von den dreien hat es nicht moderiert. Wer war das? Ich schreibe noch ein paar andere, die es nicht moderiert haben. Die Reihenfolge war Jörg Pilawa. A. Jörg Pilawa. B. Pierre Geissenzetter. C. Kai Böcking. Wer hat es nicht moderiert? Und da klingelt die Kuhglocke. Wir kommen zur 9. Frage. Da gibt es 10 Applaus für neues Bier von Alvin. Können wir das kurz sehen? Sehr schön. Also, neuer Treibstoff für die Grafiker, für die Plörreperpse, die ihrem Namen hier natürlich alle Ehre machen. Guck mal, hier wird schon diskutiert. Was, Moritz wird da des Lauschens bezichtigt. Frustration zu hoch, das war zu lang, dass ich jetzt wieder coin könnte. Frage 9. Oh! Frage Nummer 9. So, jetzt brauchen wir wieder mal, jetzt brauchen wir hier Leute, die wirklich noch eine Bindung zur Jugend haben. Was war das Jugendwort 2016? Zeit läuft. Also, Neißenstein. Hoffen wir natürlich, dass es nächstes Jahr wird, wenn es keiner mehr sagt von uns. Ja, aber wir haben es ja noch auf dem T-Shirt, deswegen können wir es noch einreichen. Jetzt wird es ein bisschen leiser. Jetzt wird in Ruhe diskutiert. Ja, will man hier nichts vorgeben. Übrigens, Jugendwort des Jahres ist meine Werbeaktion des Langscheid-Verlags, der das jedes Jahr kürt. Da sind ein paar 40- und 50-Jährige wahrscheinlich, die sagen, was in der Jugend angesagt ist. Kennt man ja sonst nur von den Öffentlich-Rechtlichen. Und da funktioniert es ja auch immer. Jugendwort des Jahres. Zeit rennt. So. Letzten Sekunden verrinnen und wir hören das vertraute Signal der Kuhglocke. 9 Fragen liegen hinter uns. Wir kommen zur letzten Frage des ersten Blocks. Und wir sind im Bereich Farbenlehre. Jetzt müsst ihr gut zusammenarbeiten. Der Papierhersteller G.F. Smith fragte 30.000 Menschen nach ihrer Lieblingsfarbe. Was kam dabei heraus? 30.000 Menschen werden nach ihrer Lieblingsfarbe gefragt. Das war die Abstimmung, lief bis zum 31. März 2017. Und die Zeit läuft jetzt. Also, das ist ein bisschen... Ja, da muss man ein bisschen zusammenarbeiten, ein bisschen sich reinfühlen in Menschen. Fast eine Art Glaubensfrage. In welcher Region? Ja, wurde das? International, in verschiedenen Ländern. Nicht in China, sonst wäre es natürlich gelb gewesen. Das ist, bitte? Weltweit. Ja. Weltweit. In über 100 Ländern. So. Also. Hier natürlich die Frage, wie viele Farben kennt man überhaupt? Schwierig. Was ist das für eine Farbe, die man da wählt? Wenn man irgendwie, sind es die IKEA-Möbel, die alle weiß oder schwarz sind? Das sind natürlich beliebte Farben. Rot ist natürlich eigentlich eher eine Warnfarbe oder vielleicht doch, vielleicht gerade deswegen so beliebt. Oder der Blau. 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 Deine? Braun. Danke.
Das war ein einstudiertes Bit von uns. So, und die Zeit ist abgelaufen. Der Typ hat gleich seinen Job hier verkackt. Wo kommt die Glocke? So. Also, das waren die ersten 10 Fragen. Der gute Fabian wird sofort die Bögen einsammeln und eure Antworten sichern. Letzte Diskussion, die gute alte Stifte weg. Guck mal, Fabian, da muss er energisch sich die Sachen greifen, da wird noch überlegt. Guck mal an, ihr pöbelt da schon wieder, dass das Chancengleichheit vermisst. So. Das war die erste Runde. Das waren die ersten 10 Fragen. Wie geht's euch damit? Oh, da bist du auf dem richtigen Dampfer. Wie ging's euch? Ja, hallo. Wie ging's euch denn überhaupt? Ich finde, das waren sehr, sehr schwierige Fragen. Sehr gute Fragen. Darf ich an der Stelle nochmal den Quizmeister loben? Auch für die tolle, sympathische Moderation. Danke. Möchte auch sagen, zum Glück konnte ich 9 von 10 Fragen sehr sicher beantworten. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, mit Gag-Punkten haben wir 10, glaube ich. Ja. Gag-Punkte, ja gut, vorsichtig. Okay, wie ging es euch, Nils? Waren das knackige Fragen oder? Das waren schon knackige Fragen, aber ich muss meinem Team ein Lob aussprechen. Die sind super, die sehen zwar total jung aus, man denkt so, was weiß die Jugend von heute? Gar nichts, denkt man sich erstmal. Das war eigentlich unsere Herangehensweise, und, ja. Die sind wesentlich smarter als ich. Und ich habe mich mehrfach sagen hören, ich habe keine Ahnung. Und die wussten es aber dann. Ah, okay. Und deswegen glaube ich, dass wir richtig gut sind. Gute Zusammenstellung. Schauen wir mal, was da gleich rausgekommen ist. Marco, wie ging es euch da? Ja, zum Teil fühlten wir uns sehr, sehr dumm. Aber das ist ja jetzt erstmal nichts Neues. Wie ging es euch heute? Normalzustand, aber ich glaube, wir waren nicht so dumm, wie wir jetzt gedacht haben. Mhm. Also es sind bestimmt 1, 2 gute Antworten dabei. Vielleicht auch eine kreative. Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir halt die volle Punktzahl dafür kriegen. Sehr gut. Die Plörreperbste, Team Grafik. Wurden da jetzt Wissenslücken offenbart oder habt ihr da überhaupt nicht? Nee, war ein einziger Durchmarsch. Also keine Probleme. Soll ich trotzdem noch einen Blick drauf werfen auf die Ergebnisse oder sofort? Nee, wir können einfach 10 direkt hinschreiben eigentlich. Ja, alles klar. Also bei ein paar haben wir die Antworten weggelassen und was Lustiges stattdessen hingeschrieben. Okay. Aber nur, weil wir dachten, ist witzig. Witzig ist besser für den Zuschauer. Und fair. Ein bisschen Spannung soll ja sein. Die Undertaker, was war da los bei deinem All-Star-Team? Habt ihr mir noch zusätzliche Infos zur richtigen Antwort gegeben? Oder wie lief es bei euch? Wir wussten ehrlich gesagt nichts. Was? Es wird scheiße. Desaströs. Okay, krass. Also das All-Star-Team. Wir wackeln auf jeden Fall. Wir wackeln. Ja, guten Abend. Ja, das All-Star-Team hat hier Probleme. Also wie das genau war, das gucken wir uns natürlich gleich an. Wir gehen jetzt in Klausur, werten hier die erste Runde aus von unseren schon leicht angeschlagenen Teams und schauen mal, wer hier wirklich was wusste. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier bei Röps, das Kneipenquiz. Ja, ich hab's gesagt. Bis gleich. Das Kneipenquiz. Herzlich willkommen zurück auf Rocket Beans TV. Wir sind hier in unserem Garten und spielen ein kleines Kneipenquiz mit dem süßigen, putzigen Titel Rülps. Wir haben 5 Teams versammelt und sie haben gerade die ersten 10 Fragen bewältigt. Wie gut sie das getan haben, das werden wir jetzt herausfinden in unserer Auflösung. Der gute Fabian hat die Fragen und die Antworten ausgewertet und wir schauen jetzt mal auf unser schönes Scoreboard. Hier sehen wir die Wappen der Teams und wir schauen mal, was da wirklich gewusst wurde und was nicht. So, du sagst mir das einfach? Ich sag's dir das einfach, genau. Du sagst mir das einfach. Also, die erste Frage, welches dieser Kinder gehört nicht zur Klumpfamilie, haben wir gefragt. Multiple Choice, A. Henry Günther, nee, ist nicht Multiple Choice, war natürlich Quatsch, ne? A. Henry Günther, doch, ist Multiple Choice, ist klassisch. A. Henry Günther, B. Rocco Ernesto, C. Louis Solola, was hat denn das Team Wurst-Käse-Szenario getippt? Wurst-Käse-Szenario. Die haben B gesagt. B! Rocco Ernesto. Und das ist die erste richtige Antwort, die wir sehen. Ja. Team Benjamin Bierchen. Hat sich das Gala-Abo ausgezeichnet. Ah,
Die haben auch Rocco Ernesto gesagt. Oh, Benjamin Bierchen auch richtig gewesen, ja. Auch hier ein Punkt. Aber auch das gehört in der Kneipe dazu. Ich versuche von dir zu lernen. Da, ja, wir versuchen zu lernen. Folge 3 sage ich schon. Frage 1, Team Plörrepäpste, die Grafiker. Ihr das gewusst? Ja, die haben es tatsächlich auch gewusst. Echt? Hätte ich euch gar nicht gesehen. Okay. So, die Undertaker. Gunnars Oster-Team. Uiuiui. Hä? Hä? Shit. Ich nehme die Niederlage auf mich. So, da hätte ich jetzt fast aus Versehen hätte ich ein Häkchen gemacht, aber da muss ich hier ein ganz knallhartes X geben. Das ist die erste falsche Antwort hier. Meine Güte. Ist aber nicht eindeutig. Andreas. Ich kann unser Häkchen nicht sehen. Das ist so ein bisschen lieblos, würde ich mal sagen. Und Team Fucking im Shitstorm, hat das Lia nickt schon zuversichtlich? Hat das wirklich gereicht? Tatsächlich, ja. Ja, okay, gut. So, das sechste Team übrigens hier, nicht, dass zur Verwirrung kommt. Es wurde kurzzeitig aufgelöst, weil es einfach zu schwach und uncharismatisch war. Ne? Die offizielle Meinung wird eine andere sein. Ich sag's euch, wie ich das empfinde. Ne? Hui, wer? Der ist doch gar nicht mehr hier, oder? Also der Buddy. So, dann gehen wir zur Frage 2. Ach, guck mal, ich habe ständig... Ach ja, wo versteckt sich das siebte Geißlein im Grimm-Märchen der Wolf und die sieben Geißlein? Ne? Da schauen wir mal, was das Team Wurst-Käse-Szenario gesagt hat. Ja, sie hat in der Standuhr gesagt. Und ich würde sagen... Standuhr können wir gelten lassen, natürlich. Lassen wir gelten. Benjamin Bierchen. Im Uhrenschrank. Ja. 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 Team Grafik. Plörrepäpste? Team Grafik hat eine falsche Antwort gegeben, weil sie hat nämlich geschrieben, im Wandschrank. Und das können wir leider nicht erleben. Oh, das muss ich kurz händisch nachprüfen. Eine Sauklaue, der Typ. Du musst rauchen. Oh. Team Fucking im Shitstorm. Wusstet ihr das? Ihr erzählt ja sonst nur unsere Community-Märchen. In dem Fall wusstet ihr Bescheid wahrscheinlich. Ja, oder? Ja. Also, Fucking im Shitstorm. Und was ist mit unserer All-Star-Runde, der sogenannten Expertenrunde? Ja. Das muss man doch wissen. Games Märchen ist doch basic eigentlich. Wir haben uns abgeschrieben. Ne? Spoiler. Ja, nee, was? Nee, leider auch falsch. Bitte? Sie haben geschrieben, im Kreideschrank. Also, Kreideschluck natürlich der Wolf, um seine Stimme zu verändern. Das war's. Jesus. Herrgott, das zweite X für euch schon. Zum dritten sind sie raus. Dritte Frage, wie viele blaue Dreiecke sieht man auf dem Union Jack, also die Flagge von Großbritannien? Was hat das Wurstkäse-Szenario dazu gesagt? Habt ihr gezeichnet oder habt ihr es einfach so? Gezeichnet. Wir hatten die Zeit. Ja. Wir haben ja nicht mal einen Zettel gerade. Rückseite, du bist doch sonst ein cleverer Bub. Jesus, ja. Tatsächlich müssen wir erst einen Fehlerpunkt vergeben. Sie haben nämlich 12 gesagt. Obwohl sie gezeichnet haben? Da muss ich mal die Zeichnung sehen. Zeig mir mal die Zeichnung. Gerade Striche, Mann. Könnt ihr es nochmal einblenden, liebe Regie? Ja, Regie haben wir doch nochmal, ne? Können wir da mal drauf gucken? Wir zählen mal alle zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Schau mal, können wir hier die Zeichnung. Wer ist denn. Jetzt holen wir auf. Guck mal, Clemens. Clemens. Schau mal, hier können wir jemanden. Können wir das mal einfangen? Das ist die Zeichnung vom Team Wurst-Käse-Szenario. Wie seid ihr denn da auf 12 gekommen? Ja, der Max kann das aufklären. Genau, wir kamen auch erst auf 8 und dachten, das ist viel zu simpel. 8, also, das ist schau halt so. Schau mal die Teams an! Naja, ich hätte auch die Vornamen abfragen können. Das ist einfach zu offensichtlich und da ist eine kleine Fangfrage drin. Deswegen haben wir alle nochmal als ganzes Dreieck gesehen. Also ja, kam das honoriere ich hier mit einem klaren X, ne? Diese Fangfrage. Mega kreativ!
Und eine abgefunden bekommen, jetzt aufgemalt und trotzdem falsch. So, dann gehen wir mal gleich zu den Undertakern. Was haben die denn da? Haben die das gewusst? Team Undertaker? Acht. Die haben tatsächlich acht. Wie? Das ist die erste richtige. Die haben es richtig. Team Benjamin Bierchen. Habt ihr gezeichnet? Nils, du hast sofort zu Zettel und Stift gegriffen. Wir haben tatsächlich zwei Union Jacks genommen. Aha, doppelt. Zwei, ja. Nein, das eine nach dem Brexit und das andere vor dem Brexit. Brexit. Und sind auf 16 gekommen. 16. Was ja auch richtig ist. Das wäre richtig, wenn das eine Mengenangabe gewesen wäre. Wir haben tatsächlich auch, wir haben jedes Dreieck gezählt und wir haben nämlich auch, wir waren nicht sicher, wo du die Grenze ziehst, weil es gibt ja dann, zack, diese Quer, dadurch ergeben sich ja immer noch so große Dreiecke und bei jedem Idiotentest wären es auch, wären 16 gewesen. Hm. Und nur bei euch Schummelmäusen? Ja. Nee. Also ich muss da leider, war 16 die Antwort tatsächlich? Ja. Okay. Ja. So, Team, die Pirlpapse, die Grafiker, doch, ihr habt die Flagge doch oft gesehen, ne, oder? Es steht doch immer als Copyright, wenn ihr irgendwo was klaut, oder? Was? Ja. Ja. Passt natürlich. Nachvektorisieren, Illustrator, sag ich dir. Das ist der asiatische Raum ist einfacher wahrscheinlich zu klauen. So, dann haben wir noch das Team Fucking im Shitstorm. Ja, ihr bekennt Flagge, ihr habt es gewusst? Acht. Richtig? Könnt ihr bestätigen? So, dann ist das hier schon der dritte Punkt, ja? Und ihr seid das einzige Team, was noch eine weiße Weste hat. Kann man ja mal sagen. Das Team, was ich von Anfang an vorne gesehen habe. Okay, die vierte Frage. Was war im Kalenderjahr 2016 auf Platz 2 der meistverkauften Videospiele? Also Platz 1 natürlich FIFA 17, Platz 2. War jetzt nicht so leicht. Ne? Es gab ein paar Kracher, Uncharted war natürlich letztes Jahr groß. Pokémon muss man immer irgendwie mit in Erwägung ziehen. Was hat denn das Team Worst-Case-Szenario gedacht? Tatsächlich... Ja. Einer der wenigen. Achso, du. Ja, das Team, bitteschön. Was habt ihr denn geantwortet? Einer der wenigen, die es richtig haben, wolltest du gerade sagen. Battlefield 1 yeah! Twitches! Natürlich! Battlefield 1 in der Tat. Das am zweitmeisten verkaufte Spiel. Über 500.000 Einheiten tatsächlich auf einer Plattform spielt. Im Oktober 2016 erschien. Team Benjamin Bierchen, was habt ihr vermutet? Das ist eine Tragödie tatsächlich. Wir haben geschwankt zwischen Battlefield 1 und Call of Duty. Und dann waren wir uns nicht mehr sicher, wie spät im Jahr Battlefield 1 kam. Ob das eher so gegen so ein Weihnachtsgeschäft kam. Und dann haben wir gedacht, okay, das wird vielleicht zu spät gekommen sein. Und dann haben wir, weil alle Doofköpfe kaufen Call of Duty. Aber es ist ja leider daneben gegangen. Ja, es war tatsächlich... Es kommt jedes Jahr irgendein fucking Call of Duty raus. Es war im Oktober 2016, aber es hat trotzdem noch gereicht. Siehste? Deswegen Call of Duty, habt ihr gesagt, das ist leider falsch. So, Team Grafiker, was habt ihr denn vermutet? Wir haben uns gedacht, dass das natürlich ein lustiges Spiel ist für Zuschauer auch und haben den Landwirtschaftssimulator gesagt. Weil wir gedacht haben, ihr habt so gedacht, dass das unterhaltsam sein soll. Aber ja, natürlich. Genau jetzt, wenn ihr das mit dem Time kommt, dann ist jetzt die Stimmung gekippt. So, Team Undertaker. Ja, auch falsch, ne? Was wir haben falsch. Gedacht? Tobi, was zockst du denn? Du hast wahrscheinlich Ilias FIFA 16 gesagt. Ilias hat gesagt. FIFA 16. Da merkst du schon, das Team fällt auseinander. Ja. Wir haben Overwatch gesagt. Overwatch? War das überhaupt 2016? Ja, aber... Aber Ilias. Also, die Undertaker wissen wieder nichts. Team Social, da sehe ich irgendwie schon ein bisschen Lia. Ja, wir wollen unsere weiße Weste natürlich behalten und haben richtig geantwortet. Bitte was? Wow, okay. So, vierte Frage. Frage Nummer 5. Ein Handwerker fragt nach einem Franzosen, was gebt ihr ihm? Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort tatsächlich. Also, Hinweis, das Werkzeug ist auf dem Verkehrszeichen für Pannenhilfe angebildet. Für was? Abgebildet. Und wieso sagst du Hinweis? Ja, weil das dann zu einfach gewesen wäre, denn das Pannenhilfeschild kennen wir nun wirklich in- und auswendig. Ne? Also, das Worst-Case-Szenario hat auf Frage 5 welche Antwort gehabt? Schraubstoff. Nee, Ratsche. Eine Ratsche.
Ich weiß nicht mal, was eine Ratsche ist, aber... Ja, auch Ratsche, oder was? Ja, ich guck da, ey. Ich hab mal einen Schein. Ich weiß nicht, was das ist, aber den Tisch nehmen und das ist gesagt. Oh, was soll denn? So ein Quatsch. Wir möchten umgesetzt werden. Team Benjamin Bierchen hat wohl eine sehr ähnliche Antwort, entnehme ich dieser Diskussion. Ja, natürlich auch die Ratsche. Also, das ist auch die Ratsche. Aber ganz ehrlich, können wir die irgendwie weiter wegsetzen? Ja, ich habe da langsam keinen Bock mehr drauf. So, also auch das falsch. Team Plörrepäpste, kennt ihr euch handwerklich aus? Was habt ihr vermutet? Ja, die bekommen eine Schelle oder einen Blowjob. Ja. Jetzt will ich auch mal einen halben Punkt sehen hier. Ja, naja. Okay. Nein, das kann ich nicht. Andreas? So, ich bin morgen übrigens nicht auf der Arbeit. Ich bin ja als Erster mit quietschenden Reifen weg. So, dann, was haben wir denn bei den Undertakern? Wir haben Zollstock, glaube ich. Ja, wir würden gerne ändern in Gérard Depardieu. Geil, wie völlig demotiviert ihr inzwischen seid. Voll geil. Super. Jetzt Zollstock haben wir aufgeschrieben. Zollstock, ja, ist eine sehr kreative Antwort. Gibt auf jeden Fall einen halben Punkt. Jo, yes. Und Team Social, aber jetzt muss doch mal der Groschen da gefallen sein. Der Marco, du hast doch noch nie nicht ganz so sicher. Angebaut, wir haben einen Maulschlüssel gesagt. Ein Maulschlüssel? Ein Maulschlüssel. Na, sicher. Ja. Ist das, wie hast du das gewertet? Es ist. Ja. Boom, Digga! Ja, haben wir zufällig. Haben wir einen Franzosen? Kriegen wir das von der Regie? Können wir das vielleicht einmal sehen? Könnt ihr euch das mal raussuchen? Franzose ist natürlich sehr spontan, aber unterscheidet sich vom Engländer eigentlich nur, dass der Engländer, also es geht um einen verstellbaren Schraubenschlüssel. Können wir den einmal suchen? Also der besitzt beidseitig ein Maul, das ist der Unterschied zum Engländer, der das nur einseitig tut. Hier ist ja gar nichts. Offenbar hier noch nicht so oft benutzt. Woher wusstest du das denn, Marco? Woher wusstest du das denn? Aber Handy, also das habe ich irgendwo. Ach. Und Also das ist ja wahnsinnig. Aber wusstest nur du das oder habt ihr das im Konsens erschlossen? Ja. Okay. Wir werfen mal einen Blick. Schaut mal aufs Foto. Das ist tatsächlich das Pannenhilfeschild. Das ist doch ein Funkturm. Das ist doch kein Maulschlüssel. Das ist eine Ratsche. Das ist mal Maulschlüssel. Das ist eine Ratsche-Show, ja, genau, aber wir haben in der Tat, das nennt man auch Mäuler. Deswegen ist es de facto auch ein Maulschlüssel. Aha. Ja. Mach das mal ein Handwerker. Wir geben den Punkt für Team Social. Hätten wir auch Schraubenzieher sagen können. Wäre ein halber Punkt gewesen, weil sehr kreativ. Du bist gerade so schön im Bild, ich kann dir gar nicht zuhören. So, Frage 6. Jetzt haben wir auch das Publikum. Frage 6 war, wer komponierte die deutsche Nationalhymne? Team Wurst-Käse-Szenario. Max, Eddie. Dahin gefeuert. Frage 6, was habt ihr da? Was war die Frage? Ja, wer komponierte die deutsche Nationalhymne? Josef Haydn oder Flair? Haydn. Also wir waren... Moment. Das ist eine richtige Antwort. Team Benjamin Bierchen, Frage... Moment, wir waren uns nicht sicher. Das Problem ist, dass auf diesem Zettel zwei Antworten stehen. Ja, sorry. Nein. Zeig mir das mal. Die eine ist für den Kreativpunkt, die andere ist das Wissen. Also Josef Haydn. Und weil wir uns auch nicht sicher waren. Also Josef Haydn in Klammern oder Flair. Ja, es gibt vereinzelt Lacher. Das können wir gelten lassen. Ja. Übrigens, überlege ich gerade, es war keine gute Idee, dass so viele Steine in der Nähe sind von dem Pol. Das könnte sich noch als negativ... Nils, du hast bei mir natürlich immer einen Stein im Brett. Wie ging es bei Frage 6? Ja, wir haben natürlich auch Flair.
Das ist doch ein Skandal. Hier kommt die neue Deutsche Welle. Ja. Nee, was wir haben Josef Haydn natürlich. Josef Haydn natürlich. Ja, so, wir uns die halt Plörre-Pätze, Grafik, wusstet ihr? Wir haben an den Text gedacht, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Land. Und deswegen haben wir da eine falsche Antwort, weil wir den Textautor genannt haben. Ah, wer war denn der Textautor eurer Meinung nach? Hoffmann von Fallersleben. Das ist aber natürlich... Aus dem Grund. Warum, weißt du das? Das ist natürlich... Also, das ist natürlich... Moment, halt! Das ist natürlich so gutes Spezialwissen, dass ich an der Stelle sagen muss, es gibt natürlich trotzdem ein X, weil es ist einfach trotzdem die falsche Antwort. Na? So, die Analytiker, hau raus! Richtig, Alter! Das Problem bei den Analytikern ist, dass sie leider Haydn falsch geschrieben haben. Ja, komm, ey! Zeig mal, wie falsch ist es denn? Clemens, komm, zeig, wir gucken mal kurz drauf. Mit E! Oh, mit E, das ist natürlich richtig dumm! Ich hab doch mit A geschrieben, Idiot! Ja, also, sorry, halt! Ganz kurz, aber bei 5 Leuten muss aber einer wissen, dass es mit A geschrieben wird. Halber Punkt. Halber Punkt. Wie komme ich heute eigentlich nach Hause? Ich weiß es noch nicht so richtig. Komme ich heute nach Hause? Man weiß es nicht. Das letzte Team. Wie die Sache richtig aus dem Ruder läuft. Team Social. Ja, Eddie, natürlich, mein Chef. Wissen, ob die Maulschlüssel richtig geschrieben haben. Ja. Das hast du noch nie gesehen. Doch, klar. Frage 6, Team Social. Wusstet ihr Bescheid, Robin? Ja, aber wir haben trotzdem die falsche Antwort gegeben, weil wir gedacht haben, nachdem wir mit einem arroganten Lachen die 5. richtige Antwort vorhin rausgeschüttelt haben aus dem Ärmel. Nee. Fabian, was haben Sie geschrieben? Hans Zimmer. Hans Zimmer? Hans Zimmer. Man kennt von Star Wars. Ey. Mein Mann hat wirklich viel Gutes geleistet, aber die deutsche Nationalhymne habe ich in Inception nicht gehört, ne? Gut, Frage 7. Ihr habt noch einen halben bekommen. Ich hätte euch gar nicht. Vox Populi, hier, könnt ihr euch bedanken. Ja, ich habe 2 Antworten aufgeschrieben. Also. Eines Flair, Mann, als ob wir die ersten Mal. Da gab es vereinzelt. Ja, das schreibt ja nicht hin. Ja. Es ist witzig gewesen. Ja, nee. Dein Tiergrafiktisch hat gelacht. Ja, stimmt. Und Marco hat gelacht. So, Frage 7. Eieiei. Ich habe vorhin noch vollmundig verkündet, wir sind um 22 Uhr durch, aber das wird wahrscheinlich nichts. Nenne 3, so jetzt wird's ja richtig spannend. Nenne 3 Redewendungen, in denen Vögel vorkommen. Ja, zeig mir mal die Rechtschreibung von. Ich muss sagen. Ich muss sagen, es zählen nur Redewendungen, die ich persönlich kenne, ne? Nein, Quatsch. Wir schauen mal. Also, das Wurst-Käse-Szenario, was habt ihr denn für Redewendungen? Könnt ihr die noch auswendig? Haut mal raus. Eddie, Lisa. Schwein macht noch keinen Sommer. Ja. Zählt. Lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja. Was hatten wir? Mit Kanonen auf Spatzen schießen? Ja. Und der frühe Vogel fängt den Wurm. Ah, okay. Das sind 4, wie du vielleicht gemerkt hast, Andreas. Ja, egal. Eine Minute war sein letztes Gang. Sonst 3. Gibt uns den halben Punkt von Team Undertaker noch. Benjamin Bierchen. Ihr konntet jemand, der so mit Worten umgehen kann. Nils. Ja, wir hatten Vögeln. Ja. Und dann hatten wir Eulen nach Athen tragen. Ja. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja. Und eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ja. Okay, kann ich gelten lassen. Dann pieke ich mir die 3 raus. Sehr gut. Super. So, Team. Fucking im Shitstorm. Hattet ihr die 3? Redewendungen, die ich brauchte, nach denen ich mich so sehr gesehnt habe bei dieser Frage. Was soll ich sagen? Was? 3 Redewendungen. Vögel. Also ich glaube, das erste, was wir hatten, war, der frühe Vogel fängt den Wurm, das war klar. Dann haben wir einmal den Spatz in der Hand. Ja. Und als drittes, du hast doch eine Meise. Stimmt das? Oh, du hast doch eine Meise, hatten wir noch gar nicht. Stimmt das alles? Das ist korrekt, ja. So, Team Social.
wieder am Start und die Undertaker. Gut. Oh, guck mal hier, die großen bösen Männer. Oh, be yesterday. Lieber mal ein Buch in die Hand nehmen, mal mit Büchern ein bisschen. So, was habt ihr denn, Tobi? Wir haben das Gleiche wie die anderen. Ja, wir haben auch drei Sprichwörter, die schon genannt wurden. Oh, stimmt das? War das richtig? Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, besser ein Spatz in der Hand und genau. Eine Schwalbe. Sind die Komma richtig gesetzt? Noch einen Sommer. Korrekt, alles okay. Korrekt, alles gut. Geil. So, Frage 8. Wer hat Herzblatt nicht moderiert? Du hast uns doch gar nicht. Ja. Oh, die Grafiker, Entschuldigung. Klöre Päpste, hattet ihr drei Redewendungen? Ich glaube schon, ja. Wir hatten, was hatten wir? Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ganz egal. Jetzt wird's fürs Game relevant, ja. Okay, aber ich noch. Der frühe Vogel natürlich. Ja. Oder? Ja. Was hatten wir noch? Vögelchen gezwitschert. Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett. Nee, hatten wir nicht. Wir hatten noch vogelfrei, glaube ich. Vogelfrei? Ja, ich glaube schon. Geht, ne? Die Vögel haben gezwitschert. Aber Vögeln ist ein Spitzwort, oder was? Wir haben noch, du hast doch extra geflügelte Wörter gesagt, oder? Ja. Vogel, Vögel, so, das waren die Plogge-Päpste. Haben wir gefragt. So, dann kommen wir zu. Frage 8, also wer hat Herzblatt nicht moderiert? Team Worst-Case-Szenario, was sagtet ihr? War das Jörg Pilawa, Pierre Geissensetter oder Kai Böcking? Das war Kai Böcking. Kai Böcking hat es nicht moderiert, das ist richtig. Team Benjamin Bierchen. Ja, wir waren uns nicht sicher. Wir haben uns wieder fürs Falsche entschieden. Wir haben leider gesagt Kai Böcking. Ja, aber das ist ja wir haben Pilawa gesagt. Ja, und falsch leider. Der hat es moderiert. Das auf ist jeden echt Fall. Schade. Ja, das ist leider falsch. Schade. Die Grafiker, die Plurrepäpste. Ja, das Richtige war es. Wusstet ihr das Richtige? Ja, es war das Richtige. Es war das Richtige, sind wir uns einig. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber ich glaube, es war C. Okay. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay, sehr gut. So, hier. Die Undertaker, geballte Medienfachkompetenz, also, schreibt. Wir haben C genommen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die richtige Rechtschreibung war, die wir beim Kreuz gewählt haben. Ja, guck doch mal nach. Guck mal, wenn der Running Gag jetzt schon so abflacht, wie willst du das in Runde 3 noch machen dann? Dann ziehe ich einen halben Punkt ab. Nein. Und die Fackeln im Shitstorm, Marco. Ich glaube, wir haben richtig geraten. Mein Kandidat gewesen? Nein. Nö, aber ich glaube, Fabian wird bestätigen können, dass wir richtig geraten haben, stimmt, oder? Das war weg. So, 8 Fragen. Frage 9. Was war das Jugendwort 2016? Wer wusste? Ja. Sven deutet schon an, Benjamin Bierchen hatte da wohl eine Ahnung, tatsächlich. Ach so, ja, wir, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wir haben gedacht, es ist Fly sein. Oh. Ja, sehr gut. Was? Richtig. Fuck in dem Shitstorm. Zombie getippt. Ich war mir eigentlich auch ziemlich sicher. Das war, glaube ich, das Jahr davor, ne? Smartphone-Zombies, ja. Halber Punkt, oder? Nee, gar nicht. Also richtig klassisch null. Ne? So, dann, wo sind die Kameras? Da gehen wir mal auf die Grafiker, die Plörrepäpste, Jugendsprache. Das Schnaffte war nicht dabei, aber was habt ihr vermutet? Wir als Berganauten, wie Alvin uns bezeichnet hat, wussten das natürlich auch und haben Fly sein gesagt. Oh, cool. Sehr schön. So, dann die Undertaker. Fly sein. Sagen wir nicht mehr. Und dann fehlt noch das Wurst-Käse-Szenario. Clemens hat aufgepasst. Habt ihr FLEI geschrieben, aber, ne? Des Jahres 2016. Wir haben's, Eddie, jemand, wir haben, der so fly wir ist wir haben's wie nicht du. Gewusst, wir haben Merkeln. Merkel. Ist auch ein schönes Wort. War aber auch irgendwie in so einer Vorentscheidung, ne? Ja. Aber halt falsch, ne? Also, so, letzte Frage. Oh. So. Max, du bist hier gar nicht geführt. Für mich hast du nicht in der Sendung teilgenommen. So, die 10. Frage. Der Papierhersteller GF Smith fragte 30.000 Menschen nach ihrer Lieblingsfarbe. Was kam dabei heraus? Das konnte man natürlich auch wissen, aber man musste auch ein bisschen sich zusammensetzen. Würde ich gerne mal bei den bei Wurst-Käse-Szenario anfangen. Was habt ihr denn vermutet? Relativ unkreativ und haben gesagt blau. Hätte sein können, es ist aber tatsächlich nicht. Es ist nicht blau. Was ist es denn? Das ist kalte Farbe. Team Benjamin Bierchen. Ja, wir haben zwischen rot und blau und grün und anderen Farben noch geschwankt. Und ja, so rot und blau waren in der Einverlosung grün, da war es ein bisschen, aber wir haben uns dann für blau entschieden. Aber wir wissen jetzt ja, dass es falsch ist, wir würden gerne ändern auf rot. War das deine Lieblingsfarbe?
Nein, meine Lieblingsfarbe. Ihr würdet jetzt ändern pink. Wollen auf Rot. Das würde ich einmalig gelten lassen. Nee, dann ist Rot ja auch falsch. Natürlich ist Rot dann auch falsch. Nein, das ist natürlich falsch. Chibi, nämlich Bierchen hat es nicht. Die Plörre-Pepsi, die ja nur wirklich tagtäglich mit der Farbenlehre zu tun haben. Wirklich, das waren die Warnfarbe schlechthin. Wer mag denn Rot? Jede Kultur hat. Und genau das ist die richtige Antwort. Rot ist falsch. Rot ist was? Habt ihr wirklich Rot gesagt? Aber wir haben Rot gesagt. Farbe der Leidenschaft, Farbe der Menstruation. Farbe von FC Bayern, dachten, das hat was jeder, das macht jeder. Ja, natürlich. Ja, leider nicht. Die Undertaker. Wir haben was blau. Habt ihr vermutet? Blau haben wir. Ja? Er ist falsch. Blau. Blau. Hinten raus richtig, ist auch falsch. Und Team Social. Ja, unsere Lieblingsfarbe ist blau, deswegen haben wir blau gesagt. Mhm. Aber was anscheinend falsch ist. Ah, Timo hat auf grün getippt und jetzt befürchte ich fast, dass Timo recht hatte. Ja, Timo hätte recht gehabt. Es ist tatsächlich ein Grünton. Ja, es ist Mars Green, aber es ist green. Tatsächlich. Also grün wäre es gewesen, zumindest in dieser Stichprobe von 30.000. Wir werfen einen Blick auf den Zwischenstand. Wir haben beim Wurst-Käse-Szenario. Wurst-Käse-Szenario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Punkte. Ja, geht ihr damit d'accord? Wollt ihr nochmal nachzählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Für euch. Benjamin Bierchen, das Team, um jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. So, die Plörre-Päpste. 1, 2, 3, 4, 5 Punkte ebenfalls. Und die Undertaker mit 1, einen halben Punkt. 2, 3, 4, 4,5 Punkte. Team Social, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte. Damit die Führenden nach der ersten Runde. So, also, wir geben ganz kurz ab, tatsächlich nach der ersten Runde. Es gibt, glaube ich, einiges an Diskussionsstoff. Wir haben die Chance, uns hier ein bisschen... Ich werde vielleicht nicht zurückkehren als Moderator dieses Formats. Das entscheidet sich jetzt von meinem... Ich würfel auf jeden Fall schon mal auf Rhetorik. Mal gucken, was da kommt. Hier kommt jetzt erstmal eine Folge Weekly Wahnsinn. Und dann sind wir zurück mit Runde 2 und Runde 3 von Röps, das Kneipenquiz. Bis gleich. Das Kneipenquiz. Das Kneipenquiz. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Röps, das Kneipenquiz. Wir haben... Ja. Szenen der Rudelbildung, die sich hier abgespielt haben in der Pause. Ich war nicht mehr sicher an meiner Kanzel. Ich saß hier einfach und dann kamen diese Bluthunde auf mich zu und haben völlig richtige Einwände gebracht, die ich aber natürlich abgeschmettert habe in meiner Sturheit. Trotzdem bleibt es bei diesem Zwischenstand momentan. 6 Punkte für das Team Wurst-Käse-Szenario, 5 für Benjamin Bierchen, 5 für die Plörre-Päpste. Die Undertaker haben es nochmal versucht mit einem einfachen Putschversuch. Es bleibt bei 4,5 Punkten. Und 7 Punkte momentan führen das Team Fucking im Shitstorm. Lia, Marco, Timo, hallo. Bell. So, wir kommen zum zweiten Frageblock. Runde 2. So, ihr kriegt dafür, das teile ich noch persönlich aus. So, hier, was seid ihr nochmal? Wurst-Käse-Szenario, den, genau. Das Team Benjamin Bierchen. Bitteschön, jetzt. So, ihr, bitteschön. Dann hier nochmal die Plörre-Päpste. Und Jesus Christ, diese aggressiven Blicke beim Team Undertaker. Meine Güte, gut, dass ich damit keinem befreundet bin. Das wäre heute wahrscheinlich beendet. Unfassbar. Also mit welcher Aggressivität hier auf mich eingeredet wurde. Unfassbar. So, also, der zweite Fragenblock erwartet unsere tapferen Kandidaten, die sich hier versuchen, durch dieses Fragengewitter in den sicheren Hafen der richtigen Antwort
zu begeben. Wir fangen an. Seid ihr bereit? Habt ihr trotzdem noch Bock? Jawohl! Ich meine, es ist alles auch noch sehr eng, das darf man nicht vergessen. Ja? Also es ist so. Runde 2. Okay, dann legen wir los mit der nächsten Frage. Nenne ein Mitglied der Band Linkin Park, das noch am Leben ist. Eine Minute läuft. Josef Haydn. Also. Mit E-Y. Ja, da muss man natürlich sagen, ja, könnten wir jetzt bei der Rechtschreibung vielleicht ein bisschen lockerer sein bei den Namen. Aber Josef Haydn muss man natürlich schon richtig schreiben können. Ein Name genügt. 2, 3, 4, 5. 5 andere Bandmitglieder gibt es noch. Tobi Escher, hattest du eine Wortmeldung gerade? Ja, was passiert, wenn wir 2 aufschreiben? Dass wir das vorher mal klären. Gibt keinen Extrapunkt. Aber gibt auch keinen Abzug. Nee. Naja, nee. Nein, gibt's nicht. Nein, gibt's nicht. Ja. Ja, am Ende wird es trotzdem zählen, was ihr aufschreibt. Also Linkin Park, gerade durch einen Schicksalsschlag gekennzeichnet, für uns Grund genug, einen aktuellen Bezug herzustellen zu einer Frage. So, die Zeit läuft unerbittlich. Mein Assistent Fabian hat die Kuhglocke schon in der Nähe. So, also, das war Frage 11, Frage 12. Wir machen nahtlos weiter. Welcher ist der zweitlängste innerdeutsche Fluss? Zweitlängste innerdeutsche Fluss. Eine innerdeutsch. Es geht nur, nein, es geht nur um die Kilometer, die dieser Fluss in Deutschland zurücklegt. Tipp von mir. Der längste ist der Rhein. Aber der zweitlängste, den suchen wir. Also. Ja. Wenn er weitergeht, das zählt dann aber nicht. Zählen nur die Kilometer, die in Deutschland, die er in Deutschland fließt. So, also Flüsse, Standard Trivial Pursuit Frage, ne? Da holt man sich noch mal schnell so einen braunen Stein für. Hier. Werden wir sehen, was unsere Teams dafür davon so wissen. So, ich habe jetzt auch wieder, die richtigen Blätter hier. Also es geht nur um die höchste Kilometerzahl innerhalb Deutschlands. Insgesamt sind das, das hört ihr jetzt zu Hause, 744 Kilometer. Also. Schauen, was unsere Teams da sagen. Mich hat die Antwort tatsächlich überrascht. So. Die schreiben schon wieder. Das war der Gong. Achtung. Nächste Frage kommt. Da müsst ihr mal, Tobi, langsam zum Ende kommen hier. Ich finde es gut, dass ihr euch gegenseitig anschwärzt. Also. Frage. Achtung, die nächste Frage. Frage 13. Marco, das war ein Schubser. Frage 13. Am 7. Juli 2010 verlor Deutschland das WM-Halbfinale gegen Spanien. Wer war zu dem Zeitpunkt deutscher Bundespräsident? 2010, 7. Juli 2010. Hinweis von mir, Deutschland verlor 0-1 gegen Spanien. Ja. Die Uhr läuft jetzt. Dankeschön, Fabian. Also, da gab es ja einige Wechsel in den letzten 7 Jahren. Da wird gefragt, wie Honecker richtig geschrieben wird. Was gab es für große Präsidenten in Deutschland? Na, Hindenburg. Da erinnern sich die meisten gar nicht mehr von uns, oder? Wir haben nur die letzten bettlägerigen Jahre von Hindenburg noch miterlebt. Wo er noch kurz den Vertrag für Hitler unterschrieben hat. Ja. Das Ermächtigungsgesetz. Das haben wir Weizsäcker, wir haben Roman Herzog gehabt. Ja. Gab es einige Größen der deutschen Politik, die sich mit diesem Amt selbst erfüllt haben, möchte ich fast sagen. Zeit läuft unerbittlich runter. Eigentlich läuft sie ziemlich erbittlich runter, denn es ist nur ein kleiner Kreisel und es kann immer nur sehr wenig Zeit verrinnen. Nur noch wenige Sekunden. Also, ich hoffe, ihr habt alle einen Namen dort zu stehen.
Hier wird noch in the end angestimmt. Frage 14. Seid ihr bereit für die nächste Frage? Ja. So, jetzt. Okay, danke. 14. Ein PKW verbraucht auf 100 Kilometer 8 Liter Benzin. Welche Strecke kann er mit einer Tankfüllung von 30 Litern zurücklegen? Gerne. Ein PKW verbraucht auf 100 Kilometern 8 Liter Benzin. Welche Strecke kann er mit einer Tankfüllung von 30 Litern zurücklegen? Klassische Frage, wo man eine Urtechnik der Mathematik benutzt, um zum Ergebnis zu kommen. Natürlich, ein PKW verbraucht auf 100 Kilometern 8 Liter Benzin. Welche Strecke kann er mit einer Tankfüllung von 30 Litern zurücklegen? Das ist die Frage. Also, wir bewegen uns hier im Bereich des Dreisatzes, so viel kann man sagen. Natürlich, ein PKW verbraucht auf 100 Kilometern 8 Liter Benzin. Welche Strecke kann er mit einer Tankfüllung von 30 Litern zurücklegen? Also, hier die Frage, Dreisatz, vielleicht Fragen auf 1 Liter zurückkommen, ne? Klassisch. Das dann hochrechnen. Da vermute ich schon wieder eine Scherzantwort bei den Plörrepäpsten, mit der wir uns rumschlagen müssen. Oh, jetzt kommt gleich meine Lieblingsfrage hier. Eieiei. Jesus. So, die Zeit läuft und ist in diesem Moment beendet, lieber Fabian. Also, Stifte weg. Lia, zum Ende kommen. Eddie, ihr seid, stellt einfach die nächste. Ihr seid durch. So, Frage 15. Achtung, Frage 15. Was ist keine Kamasutra-Stellung? Wieder Multiple Choice, das weiß Sino. A. Welpenschutz. B. Waffenstillstand. Oder C. Wackelpeter. Was ist keine Kamasutra-Stellung? Also Marco füllt es nur schnell aus. Zwei Stellungen sind Stellungen des Kamasutras, die Fabian und ich wahrscheinlich gleich vorführen werden. Die dritte Stellung allerdings nicht. Also nochmal die Antwortmöglichkeiten. A. Welpenschutz. B. Waffenstillstand. Oder C. Wackelpeter. Kamasutra, diese Kunst der Erotik. Ich muss sagen, bei 30 Sekunden lohnt sich das natürlich gar nicht, da groß in eine Riesenstellung zu gehen. Was braucht ihr nochmal? Die Option. Nochmal die Option bitte. A. Welpenschutz. B. Waffenstillstand. C. Wackelpeter. Eine dieser drei Stellungen kennen wir nicht aus dem Kamasutra. Das ist immer das Problem, ne? Dann bist du gerade irgendwie dabei und dann lohnt es überhaupt noch? A. Welpenschutz. B. Waffenstillstand. C. Wackelpeter. So. Das war Frage 15. Wir kommen zur nächsten Frage, sobald ich die in diesem Zettelwirrwarr gefunden habe. Frage 16. Auch aktueller Bezug, was waren wir nicht alle in den 90ern schockiert, als Lady Diana verstorben ist? Ja, für Nils eine neue Info. Was, Lady Diana ist tot? Ja. Wie alt wurde Prinzessin Diana? Wie alt ist sie geworden? Gerade jährt sich der Todestag, 20 Jahre ist es her. 1997 ist sie bei einem Autounfall in Paris gestorben. Aber wie alt ist sie eigentlich geworden? Mensch, bei Frauen, man sieht das doch einfach nicht, ne? Ja. Die Uhr drehe ich in dem Moment um, ne? In Gedenken, in Memoria. Wie alt wurde Prinzessin Diana? Wir müssen natürlich noch die Frage 20, hätten wir noch eigentlich vorbereiten müssen, ne? Fällt mir gerade ein. Ja, das sind die 6 Antwortmöglichkeiten. Möchtest du das gleich mal machen? Nein. Ja, Prinzessin Diana.
zu früh von uns gegangen, kann man glaube ich sagen. Ja, ich habe noch nicht gelebt. 2-3 Jahre zu früh. Du hast noch nicht gelebt? Nee, nee, noch nicht. Was? 1997 hast du schon. Da hast du doch schon gelebt, hä? Bist du jünger als 30? So, die Zeit läuft langsam ab, so wie 97 für Lady Di. Könnte man sagen, wäre aber zu grotesk, müsste ich später rauseditieren. Ein paar Sekunden noch und die Zeit ist abgelaufen. Frage 17. So, jetzt müsst ihr ein bisschen kreativ werden, tatsächlich. Team The Undertaker ist auch bereit für Frage 17. Tobi, Gunnar, ihr seid bereit. Nächste Frage. Ihr könnt jetzt die Rückseite eures Zettels nutzen, denn die Frage lautet, zeichnet das Verkehrsschild Spielstraße möglichst originalgetreu nach? Also, Spielstraße, haben wir alle schon mal gesehen, wenn wir da mit 80 durchbrettern, Uhr läuft und man sagt, haben wir dieses Nachbarskind jetzt erwischt oder war es nur der Hund? Wie sieht dieses Schild aus? Blau und weiß, die Farben, aber was ist da genau zu sehen? Moritz greift sich da gleich den Block. Du bist jemand, der draußen noch mit dem Ball spielt wahrscheinlich. Also, ja, das ist natürlich, man hat das Zeichen oft gesehen, aber wie sieht das denn genau aus? So. Also offiziell ist das natürlich der verkehrsberuhigte Bereich. In Schrittgeschwindigkeit darf man sich dort bewegen. Aber wie sieht das Ding denn aus? Meine Güte, Officer, ich habe es nicht gesehen. Ich war auch noch ein bisschen angetüdelt und bin halt ein bisschen zu schnell da eingebogen. Ne? Aber wie sieht das Ding aus? Die Frage ist, habt ihr eine Referenz davon? Ja. So, dann sehen wir, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Also, da werde ich auch ein bisschen nach gut dünken nachher entscheiden. Ne? Ist das gut getroffen? Da wird es wieder Diskussionsstoff geben. Dann müssen wir wieder schnell in die Werbung. Ihr kennt das. Ne? So, Frage Nummer 18. Wir bewegen uns im Mittelalter. Was? Gino, guckt noch kurz auf den Monitor. Ich brauche eure volle Aufmerksamkeit. Frage 18. Was hättest du im Mittelalter bei einem Lebzelter bestellt? Also, was hätte man dort bestellen oder kaufen können? Gibt eine Möglichkeit, hier vielleicht auch mit einem kreativen Punkt sich rauszuziehen aus der Affäre. Oder man weiß es, man kann anhand des Wortes auch dahin kommen, wenn ihr mir kommt mit einer Wortmeldung. Lebzelter. Also, Lebzelter. Was hättest du im Mittelalter bei einem Lebzelter bestellt? Und jetzt läuft die Zeit erst. Kleiner Zeitbonus für euch. Lebzelter. Also, es gibt noch einen in Deutschland, der diesen Beruf ausübt. Was hättest du im Mittelalter bei einem Lebzelter bestellt? Man kann sich dahin finden. Kann man zumindest, ne? Muss man. So. Lebzelter. Was ist das? Mittelalterberufe. Ausgestorben, ja, inzwischen. Finden keine Leute mehr, ne? Keiner will mehr drechseln. Das ist ja das, was ich immer bemerke. Weil niemand will mehr drechseln. Finden keine Leute mehr. Müller finden keine Leute mehr. Bäcker. Bäcker pleite auch gegangen neulich erst, also wirklich nichts mehr. Und das war Frage 18. Frage Nummer 19. Gino. Das ist die einzige Sportfrage, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also wenn, dann kannst du jetzt scheinen. Frage 19 lautet, welche dieser Sportarten war nie olympisch? A. Pferdeweitsprung. B. Rückwärts laufen oder C, unter Wasser schwimmen. Also, 2 der 3 Sportarten waren in der Tat mal olympisch. Eine nicht. Welche ist es? A, Pferdeweitsprung. B, rückwärts laufen. C, unter Wasser schwimmen. Was war nochmal A, unter Wasser schwimmen, einfach tauchen?
Muss das so sein? Ja, es muss so sein, wie in der Fragestellung. Sonst hätten wir einfach Tauchen geschrieben. Es ist kein... Also es ist nicht eine Gagfrage von wegen... Nee. Nein, zwei dieser drei... Also es gibt alles dreis. Zwei davon waren auch olympisch. Und in dem Moment läuft die Zeit. Fabian ist auch nicht mehr dabei. Ich bin dabei, aber ich will nicht immer direkt... Doch, klar, sag einfach sowas wie Zeit. Da weiß ich Bescheid. Also, welche dieser Sportarten war nie olympisch? A. Pferdeweitsprung. B. Rückwärtslaufen. C. Unterwasserschwimmen. Entschuldigung, was war nochmal A? Pferdeweitsprung. A. Pferdeweitsprung. B. Rückwärtslaufen. C. Unterwasserschwimmen. Na, was war denn die der Antike? Was war denn das für Disziplin? Ja, siehst du. A. Pferdeweitsprung. B. Rückwärtslaufen. C. Unterwasserschwimmen. Also, Multiple Choice. Ihr habt die Chance, wenn ihr es nicht wisst, da auch 33,3% Chance, hier mit der richtigen Antwort und dem lang ersehnten Punkt davon zu kommen. Und dann sind wir auch gleich am Ende der zweiten Runde. So. Ja. Ich würde sagen, bei der nächsten Frage orientieren sich die Leute ja. Die Antwort ja sehen. Das finde ich super, das ist eine gute Idee. Ja. Wir kommen zur 20. Frage und der letzten Frage aus diesem Block. Aus dem zweiten Block, bevor wir dann in die Auswertung gehen. Also, und die Frage lautet, und ich bitte euch jetzt auch mal einen Blick auf den Monitor gleich zu werfen, weil ihr die Sachen ein bisschen länger lesen müsst. Es wird nach zwei gesucht. Welche dieser sechs Pokémon gibt es nicht? A. Marmelados. Nicht A, sondern es war falsch. Nur Marmelados. Guck mal da. Gelatini. Kronjuwild. Flammlachs. Schnuthelm. Also, zwei dieser sechs gibt es nicht. Welche sind das? Zwei von sechs sind falsch. Findet die falschen. Zwei von sechs sind falsch. Findet die beiden falschen. Marmelados, guck mal da, Gelatini, Kronjuwild, Flammlachs, Schnuthelm. Also, gibt ja da immer wieder Vorwürfe, dass die Namen immer absurder werden. Andererseits gab es in den ersten Generationen gab's auch schon Quatschnamen. Also, sagen wir doch mal ehrlich. Muss ich die ausschreiben oder muss ich denn die Position schreiben? Namen. Am besten die Namen. Wir können das, guck mal, wir sehen es auf dem Monitor auch hier konstant eingeblendet. Also. Team die Undertaker. Oft sehen die auch so aus, wie sie heißen. Also, Marmelados. Guck mal da. Gelatini. Kronjuwild. Flammlachs und Schnuthelm. Bell, großer Pokémon-Fan, weiß man, Schröck weiß ich, hat es nie gespielt, deswegen auch die Pokémon-Frage reingekommen. Nein, Quatsch. Ich werde nie wieder vor so einer Game-Show mit dir. Hä, sag's doch ins Mikrofon, du Nuss. Ich sage, ich werde nie wieder vor einer solchen Game-Show mit dir reden. Das war Almost Daily, fairerweise. Das war nicht zu mir, privat. Also, Zeit abgelaufen. Das war der zweite Block. Den wir hier haben, können wir jetzt eigentlich mal in die Werbung gehen, frage ich. Können wir machen. So, ganz kurz, das war der zweite Block, Team Worst Case Szenario. Wir gehen auf Florian Hahn, der schon ein bisschen niedergeschlagen ist. Oder angetrunken, nein, natürlich niedergeschlagen. Wie war der zweite Block für euch, Lisa? Ziemlich schwierig. Wir haben die Köpfe haben geraucht. Ja, war schon eine ziemliche Herausforderung. Knackig, ne? Aber war ja auch bunt. Wie ging es euch beim... Es war für alle was dabei, auf jeden Fall. Anja, ja. Es war für alle was dabei. Zeichnen, was habt ihr da für ein Gefühl? Sehr gut. Sehr gut, ja. Team Benjamin Bierchen, vielleicht der Nils ist gerade, aber ja. Ist kein Problem. Wie war der zweite Block für euch? Fragen. Ja, also das ist so eine kleine Wundertüte. Also ist alles drin. Es ist, gerade bei der Pokémon-Frage hier habe ich mich komplett rausgehalten. Ja. Auch bei der Rechenfrage war super. Da haben hier irgendwie drei Leute wirklich mathematisch versucht, das zu lösen. Ich war total fasziniert. Wir haben verschiedene Antworten. Mhm. Ja, wird schon laufen. Wird schon laufen. Ja. Fucking im Shitstorm, noch seid ihr die Führenden. Was glaubt ihr nach diesen 10 Fragen? Wird das so bleiben? Oder? Ja, also wir haben gedacht,
Wenn wir mehr Bier trinken, haben wir auch mehr richtige Antworten. Und dabei sind wir geblieben, oder? Voll, schaut mal, wie voll der Tisch da schon ist. Guckt euch das mal an. Habt ihr den Dreisatz wirklich nur mit den Bieren nachgestellt? Oder wir brauchen mehr Biere, damit wir mehr rechnen können. Also wir können nur bis 10 zählen. Da brauchen wir noch ein paar Biere zum Zählen. Also wir werden gleich schauen, wie das läuft. Die Plörrepäpste. Das wird doch 10 Fragen später, Alvin, Benjamin, wie war das für euch? Alvin, was, hast du was gewusst? Oder Hannes? Mir egal. Ja? Alvin. Ja? 10 Fragen liegen hinter uns. Die nächsten 10. Pokémon kennst du dich doch aus, oder? Ja, aber ihr habt ja aus Generation XYZ gefragt, also da mussten Jan und ich auch eher raten, als wirklich wissen. Also mal kurz ein bisschen ableiten. Ja. Aber ja, mal schauen. Okay. Und Team The Undertaker, a.k.a. My Best Friends in the World. Wie ging's euch, Ias? Pokémon mal gespielt? Pokémon mal gespielt, ja. Trotz einer unverschämten Unfairness von der Leitung haben wir uns hier aufgerafft und wir sind zuversichtlich. Wir fühlen uns besser als in Runde 1. Mhm. Wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube, dass wir ein paar Punkte machen werden. Super. Ich hoffe es zumindest. Das klingt sehr schön. Wir schauen gleich, was davon wirklich stimmt, wer hier in der zweiten Runde mal wieder mit Wissen brillieren könnte. Momentan führt noch das Team fucking im Shitstorm. Ob das so bleiben wird, finden wir gleich raus. Hier bei Röps, das Kneipenquiz. Bis gleich. Das Kneipenquiz. Da sind wir wieder bei Rülps, das Kneipenquiz. Mein Name ist Andreas Legensch, hinter mir mein bezaubernder Assistent Fabian Dr. Crane. Ja, also ich glaube, nochmal moderiere ich das nicht ohne Bodyguards. Es ist doch sehr herausfordernd. 20 von 30 Fragen haben wir hinter uns. 2 von 3 Themenblöcken. Unsere Ratefüchse haben schon die Antworten für den zweiten Block gegeben. Wir blicken jetzt auf die Auswertung von Block 2. Noch nach dem ersten Block führt das Team fucking im Shitstorm mit Lia, Marco, Robin, Bell und Timo. Ob das so bleibt, finden wir jetzt heraus. So, 100 Leute haben wir gefragt für Block 2. Die Frage 11 war, nenne ein Mitglied der Band Linkin Park, das noch am Leben ist. Und hier fehlt der Textmarker. Nee, den habe ich hier. Darauf hat Team Wurst-Käse-Szenario was vermutet? Wie eigentlich immer anfangen? Naja, wir können das auch ein bisschen alternieren, klar. Ja, gut. Dann fangen wir an mit Team Wurst-Käse-Szenario. Mike Shinoda. Mike Shinoda. Haben Sie das wirklich geschrieben? Tatsächlich richtig geschrieben. Richtig geschrieben? Natürlich. Yes. Wir wissen ja, dass ihr drauf steht. Ah! So, Team The Undertaker. Linkin Park, jemals gehört? Oder? Erst überlegt, Mike Shinoda, da ist natürlich das Rechtschreibproblem wieder, könnte da wieder zu Trage kommen. Deswegen haben wir uns für den Bassisten entschieden. Oh! Wie hieß der? David Farrell. Ist das richtig geschrieben worden? Ist das richtig? Ist das so die Antwort? Es ist all in all korrekt. Geil. Team, die Undertaker mit dem ersten Punkt. Wen haben wir denn? Hier Team Benjamin Bierchen. Nils wieder, ja, der Rede. Also wir haben es phonetisch, wir wussten nicht, wie man es schreibt. Und wir kannten ihn als M. Shinoda. Und wir wussten nicht, wie man es schreibt. Aber wir wussten, wir kriegen einen halben Punkt, weil Rechtschreibung zählt einen halben Punkt. Und deswegen haben wir einen halben Punkt. Wie sah es denn mit der Rechtschreibung aus, Fabian? Ja, hier steht, es sieht nach spanischen Toreas aus. Es sieht, N. Shinoda steht hier. N? Also N. Shinoda. Ja, das ist völlig richtig. So, fucking im Shitstorm. Hört mich an! Hört mich an! Ich bin auf eurer Seite! Ihr
könnt, das ist unfair den Leuten, die den Vornamen wussten und richtig geschrieben haben. Das könnt ihr, weil sonst hätten die auch einfach nur Josef H. schreiben können. Das ist nicht in Ordnung, Leute. Das ist nicht also, o- die, sie, sie haben selber den einen Punkt akzeptiert, weil sie wissen, dass es nicht ausreicht für einen ganzen Punkt. Wir haben das bisher etablierte Regelwerk akzeptiert, im Gegensatz zu euch, die ihr mit Heiden und Flair zwei Antworten gegeben habt, wo ich ja auch weiß, dass es Leute gibt, die das sehr empört hat, Alvin. Ey, schon ist vollkommen falsch. Haben Sie N oder M? Ach, Sie haben N, N-Punkt. M Shinoda. Moment, jetzt muss ich einen Blick auf die Antwort werfen. Zeig mal. Ah, okay, nee, dann. Also, sorry, N Shinoda. Das ist ja gar kein Punkt. Also, das. Selber schuld, ey. Da muss ich ja, da kann ich nicht mehr einen halben geben, Mensch. Also, N Shinoda, was ist das? Enchilada hätte ich vielleicht. Aber, sorry. Das ist. Aber da möchte ich bitte in Zukunft, dass, da auch, dass die anderen Dinge auch streng geahndet werden. Und da muss man vielleicht in der, im Nachklapp auch nochmal über Flair reden. Jesus, also nachts. Wo fängt's an? Wo fängt's auf? Also für euch die Lektion, wenn man laut genug schreit, kann es zu einer Umstimmung des Moderators kommen. So, was hat denn das Team Fucking im Shitstorm? Hattet ihr eine Lösung? Lia? Natürlich. Wir haben ein berühmtes Zitat von Marco wiedergegeben. Ich kannte noch diesen einen Rapper da, ne? Das haben wir auch genauso aufgeschrieben. Was war die Antwort? Der Wie? Eine Rapper da. Das ist aber irgendwie. Das ist auch kein halber Grund. So, ja, wir wissen, aber wir wussten es halt Linke nicht, Hannes. Linke Park-Fans oder er nicht? Wir haben auf jeden Fall einen Sicher. Ganz großen im Team und so ein paar, die auf jeden Fall früher Alvin? Waren. Auf jeden Fall, ja. Okay, ich habe ihn geoutet, aber das ist das, was er gesagt Hybrid hat. Hybrid Theory war deine Jugend, oder was sagst du? Ja, voll meine Jugend, ganz klar. Okay, was habt ihr denn geantwortet? Shinoda-san, Mike Shinoda. Mike Shinoda, ist das richtig, Fabian? Das ist korrekt. So, dann gibt es hier den ersten Punkt. So, also. Meine Güte, das geht ja hier richtig schön ab. So, da muss ich mal kurz gucken. Frage 11. Von der Social Media Abteilung, jetzt denkt mal nach. Jetzt lass mal Tino in Ruhe, der Strick auf den Touch war. Das wird uns Ist das wirklich ein Bonjour-Stream oder was? Ja. Es wurde gereicht hier von der Abteilung. Ja. Wenn du wirklich streamst, dann sieht man das doch, oder nicht? Wenn das keinem gehört, dann werfe ich das jetzt einfach über diese Mauer. Okay. Ja. Sorry, meine. Oh. Okay, also. 800 Euro fliegen durch die Luft. So, Frage. Frage 12. Wenn das wirklich ein Bonjour-Stream war, dann begrüße ich unsere ehemaligen Zuschauer jetzt natürlich an den Geräten. Welcher ist der zweitlängste innerdeutsche Fluss? Haben wir gefragt. Ja, wir haben alle. Ja, wir haben es richtig gesagt. Also, welches ist der zweitlängste innerdeutsche Fluss? Frage 12. Und wir fangen dieses Mal an beim Team Plörrepäpste. Ben hat das Mikrofon schon. Wir sind uns sehr sicher, dass es die Donau sein muss, denn die ist sehr lang. Mhm. Und sie ist nicht der Rhein. Es gibt ein Lied drüber. Und es gibt ein Lied darüber. Mhm. Die Donau ist es nicht, das können wir sagen. Schauen wir mal, was das Team Die Undertaker hat. Wir haben uns für den Hamburger Fluss die Elbe entschieden. Die Elbe ist es auch nicht. Fuck in dem Shitstorm, da gibt es einige Reaktionen. Lia, sag mal, was habt ihr denn geantwortet? Wir hatten auch die Elbe. Auch die Elbe, ja. Tatsächlich eine überraschende Antwort. Und wir schauen nochmal auf das Team Benjamin Bierchen. Oder Eddie hat gerade das Mikrofon, dann gucken wir zum Worst-Case-Szenario. Das ist so eine simple Geste, um man das zu vordrängeln, ja? Mach halt. Antwortet bitte gleichzeitig. In einer in die Kamera von Jörg und einer in die von Clemens, bitte. Ihr sagt doch eh das, was wir sagen. Ja, ihr sagt das, was wir. Nein. Wir haben Elbe. Ja? Wir auch. Elbe, ja. Ist leider die falsche Antwort in dem Fall. Jetzt wird hier aber gemort. Wir wollten einen coolen Gag machen, den wir uns jetzt nicht mehr trauen zu machen. Wir wollten eigentlich sagen, Elbe, oder? Fragezeichen. Ja.
Die richtige Antwort ist tatsächlich die Weser. Ja. Hat uns tatsächlich auch überrascht. Ja. Also insgesamt 744 Kilometer lang, mündet in die Nordsee und hat einen sehr großen Teil innerhalb Deutschlands. So, Frage 13, jetzt bin ich gespannt. Politik: am 7. Juli 2010 verlor Deutschland das WM-Halbfinale gegen Spanien. Wer war zu diesem Zeitpunkt deutscher Bundespräsident? Team Wurst-Käse-Szenario, Eddie, was habt ihr da? Wir waren uns nicht ganz sicher. Wir haben geschwankt zwischen Wulff und Köhler. Ja. Und dann haben wir gedacht, Wulff, der war echt kurz, das wäre echt fies und so schlau seid ihr nicht. Haben wir beim Union Jack gemerkt, deshalb... Also da haben wir euch überschätzt und deshalb haben wir euch nicht nochmal überschätzt und Köhler genommen. Mhm. Richtig, ne? Fuck. Was? Scheiße. Hey, oh. Fuck, shit. Ey. Das ist doch so. Na, nein, das ist ganz. Nils. Wir haben uns gedacht, Andreas und Fabian sind mega smarte Typen. Die würden niemals Köhler nehmen. Das muss Wulff sein. Team Social, ihr habt das auch. Yes. Glocke Päpste auch. Das heißt, und wir auch. Für die Grafiker, die Socials und Team Undertaker hat es natürlich falsch, wie ich Gunnar nehme. Was habt ihr denn gedacht? Köhler? Ja, ja, auch Köhler. Köhler. Der wegen einer Beleidigung damals zurückgetreten ist, oder? Hat er irgendwie, oder auch so ein trivialer Grund, irgendwer gesagt, nee, dann trete ich halt zurück. Grün haben ihn beleidigt. Grün, ne? Grün. Ja, also, kein Punkt für die Undertaker. Guck mal, das ist wieder Linkshänder, verwischt man wieder nach links alles. Na gut. Frage Nummer 14. Ein PKW verbraucht auf 100 Kilometer 8 Liter Benzin. Welche Strecke kann er mit einer Tankfüllung von 30 Litern zurücklegen? Klassischer Dreisatz. Teams fucking im Shitstorm. Lia, konntet ihr diese Aufgabe lösen? Wir haben sie gelöst, ob richtig, weiß ich nicht, 375? 375 Kilometer, das ist richtig. Yes! Oh Gott! Applaus bei den Grafikern, ihr habt es auch. Artikel 6. Klasse, unser Ding. Richtig. Also, Grafiker, richtig, ja? Dann, Team. Danke. Wurst-Käse-Szenario, war das für euch zu lösen? Ja, sicher. War zu lösen. Haben wir im Kopf gemacht. So, Team Benjamin Bierchen, jetzt nochmal. Ja, das haben wir verifiziert unter unterschiedlichen Leuten und alle haben richtig gelegen hier. Ja? Sogar ja. Sven. Ja, parallel quasi gerechnet. Ja. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber ihr habt es richtig tatsächlich. Und dann fehlt noch das Team, die Undertaker. War das für euch zu lösen? Wir haben es korrekt. Ihr habt es korrekt, das stimmt, Fabian. Jawohl. Okay, scheint zu stimmen, die Nummer. Punkt für alle Teams. Hatten wir das schon mal? Ja, hatten wir schon mal. Überflüssige Glocke aus dem Hintergrund. Frage 15. Was ist keine Kamasutra-Stellung? A. Welpenschutz, B. Waffenstillstand oder C. Wackelpeter? Da gehe ich mal zum Testosteron-geladenen Tisch. Plörrepäpste, was habt ihr vermutet? Welche Stellung benutzt ihr nicht? Wir haben uns, glaube ich, für den Wackelpeter entschieden, weil der so modern klang. Wackelpeter ist leider falsch. Scheiße. Was dachte denn das Team die Undertaker? Sexstellungen. Ich weiß es nicht mehr. Was? Wir haben A genommen. A? Ihr glaubt, dass es den Welpenschutz nicht gibt? Ja, den machen wir nicht. Hier am Tisch wird der nicht gemacht. Welpenschutz ist in der Tat die richtige Antwort. Geil. Team Social, fucking im Shitstorm, hat es offenbar richtig gewusst. Ihr habt's richtig? Ja, Team fucking im Shitstorm hat's richtig. Das Benjamin Bierchen, konntet ihr diese Frage bewältigen? Ja, wir haben halt einfach von solchen Sachen keine Ahnung. Haben auch jetzt das lohnt sich natürlich nicht, in 30 Sekunden also, groß irgendwelche Stellungen zu probieren. Außer Moritz, der wusste das. Dass es Welpenschutz ist, aber wir sind ja mehr als er. Deswegen haben wir Wackelpeter gesagt. Wackelpeter, ja, ist tatsächlich eine Stellung. Deswegen bei euch leider nicht der Punkt. Und beim Wurst-Käse-Szenario sehe ich sehr lange Gesichter. Flo hat es tatsächlich richtig getippt. Und dann hat ihm Anja aufs Maul gehauen und gesagt Wackelpeter. Ja, aber zärtlich. Zärtlich, ja. Also, auch da kein Nein. Punkt. Haben wir denn die Stellungen in der Regie vorliegen?
Ja, das hab ich gerade anmoderiert. Ne? Jetzt sind mir die Chance gegeben, dann habe ich gerade gesagt. Haben wir das in der Sicht? Das ist der Wackelpeter. Schaut mal auf die Monitore. Das ist der Wackelpeter. Es ist auch Sex mit Frauen erlaubt. Und jetzt sehen wir nochmal den Waffenstillstand. Chillige Sache. Sehr selten in Syrien und Co. praktiziert, aber es ist der Waffenstillstand. Ja? Also, Welpenschutz gibt es in der Tat nicht. Ja, aber der Waffenstillstand ist ja so ein bisschen die entspannte Variante gewesen. So, 15 Fragen. Bitte? Ja, von Gino. Ich habe vorher mit der Sendung mit ihm gesprochen. Er hat mir das bestätigt. Warum wusstest du das eigentlich nicht? Das ist doch dein Heimatding. Du wusstest doch. Wir haben es doch richtig. Na, ihr habt es ja richtig. Ja, klar. Warum soll ich das? Aber fragen. Ja. So, Frage 16. Wie alt... Wir haben die Brezeln. Wie alt wurde Prinzessin Diana? 1997 gestorben. Das war natürlich knackig, weil das genaue Alter zu wissen... Ja, konnte man wissen, aber vielleicht hat man es mal aufgeschnappt, jetzt gerade im Zuge des Jahrestags, dass man nochmal in Klammern sieht, ah ja, das Kreuz und die Zahl dahinter. Gunnar, was habt ihr vermutet? Ja, wir haben sogar 34 vielleicht. Oh, ist sehr knapp, aber daneben tatsächlich, oh. Ja. Ja, also die Undertaker wussten es nicht, die Päpste, Team Grafik, was habt ihr vermutet? Ich habe sogar jünger noch gesehen. Ich glaube 37. Ach so. Also es war eine hitzige Diskussion, ja. Und Jay und ich waren auf jeden Fall dafür, dass das schon eine alte Schabracke war. Und ja, come on. Natürlich ein Todes. wir haben uns auf 42 geeinigt. 42? Weil das genau die Antwort auf alles ist. 42 ist leider falsch. Was ist denn gewesen? Das wollen wir die erste richtige Antwort haben. Team Fucking im Shitstorm, was habt ihr vermutet? Eine solide 36. Das ist die richtige Antwort. Also Fabian, hast du da einen Missbrauch feststellen können? Bis jetzt noch nicht. Ah, ich bleibe durch im Auge. Team Benjamin Bierchen, Nils. Was viele nicht wissen ist, dass die Geburtsurkunde von Lady Di gefälscht wurde, damit sie alt genug ist, um zu heiraten. Die richtige Antwort ist 38. Ah, das ist natürlich sehr knapp. Team Benjamin Bierchen hatte es nicht. Ich muss dazu sagen, ich kenne diese Geschichte und das stimmt. Die Geburtsurkunde ist tatsächlich gefälscht und der Wikipedia-Eintrag, den ihr wahrscheinlich gelesen habt, stimmt nicht. Es ist wirklich 38. Haben wir nämlich auch. Okay, dann werde ich jetzt in dem Moment überstimmt. Und das ist zwingend notwendig. So, ich folge natürlich hier dem Head of Content und gebe hier einen extra Punkt. Umdrehen wollt, dass ihr von Anfang an durchzieht. X. Head of Talent, stimmt. So, also, Frage 17. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und ihr wahrscheinlich auch, wie ich das bewerten werde, ne? Also, Frage 17. Zeichnet das Verkehrsschild Spielstraße möglichst originalgetreu nach? So, haben wir die Zeichnungen. Gib mir mal Team 1. Wurst-Case-Szenario. Das Team Wurst-Käse-Szenario. Oh, guck mal, schau mal, kannst du das einfangen, was wir hier sehen? Ich muss dazu sagen, wir haben die Frage etwas falsch verstanden. Also, möglichst originalgetreu da unten. Wir haben verstanden, möglichst originell. Nee. Ja. Okay, also, wir sehen auf jeden Fall das Haus, das ist schon mal ein Merkmal. Wir sehen eine Straße und wir sehen zwei Menschen, die mit einem Ball spielen. Zwei geschlechterlose Menschen. Geschlechterlose Menschen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht tatsächlich. Das ist schon mal nicht schlecht, ja? Fabian, was meinst du? Was geben wir da? Aber leider nicht richtig. Die Aufgabe ist ja, das Ding originalgetreu nachzuschauen. Ja, möglichst. Ja, da bin ich ja mal gespannt auf die anderen Bilder jetzt. So, warte, wir sehen nochmal das von Worst-Case-Szenario. Können wir das nebeneinander vielleicht mal? Guck mal, das ist das Original. Also, das Auto fehlt als Faktor. Haus ist richtig, Straße ist zu erkennen. Zwei Leute, die mit dem Ball spielen.
Also ich würde mal sagen, wenn die beiden Menschen, die mit dem Ball spielen, nicht gleich groß werden, ja, würde ich es gelten lassen. Also ich... Das Auto. Zum Glück entscheidet das nicht Team Benjamin Bierchen. So, wir schauen uns erstmal die anderen alle an, tatsächlich. Guck mal hier, das ist der Vorschlag von Benjamin super. Bierchen. Das ist ja der Wahnsinn. Ui, ui, ui. Ist klein, perfekt. Das ist perfekt. Richtig gut. Das ist perfekt. Richtig gut, da fehlt lediglich das Auto. Das ist, und der Rest das war ist schon mal ein bisschen besser als das von dem. Ja, auf jeden so, Fall. Schauen wir mal auf falsche Dritte. Straßenseite war es auch. Falsche Straßenseite. Oh, guck mal, hier wurde mehrfach versucht. Das ist Team Fucking im Shitstorm. Schauen wir mal da rein. Ich nehme mal an die unterste Version. Hallo, das ist mega gut. Ah, ja. Ja, 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 ja. Also, Grüßen. Das ist der Autofahrer, der ausgestiegen ist. Das ist eine Spielstraße im Winter tatsächlich. Das Auto hat keiner auf dem Schirm. Das Auto hat keiner auf dem Schirm. Also, da werde ich, ja, habe ich auch mal eine Tendenz. So, was haben wir denn hier? Die Grafiker, guck mal. Oh, da, Entschuldigung, wer hat denn bei euch gezeichnet, liebe Grafiker? Alvin war das. Alvin, oh, schau mal hier. Ja, was soll ich da sagen? Das sieht aber bei Pen & Paper dann doch nochmal ein bisschen anders aus, ne? Ja. Boah. Es ist immer ein Gender korrekt. Also da fehlt natürlich eine Straße. Ja doch, weil da ein Zopf im Start ist, oder nicht? Ja, aber unser ist Gender korrekt. Das ist das Schwächste, muss ich sagen. Das ist bisher die schwächste Angabe. Schauen wir mal. Was das fünfte Team hat, natürlich die Undertaker. Da sind auf jeden Fall schon mal zwei Häuser zu sehen. Hier oben links können wir das einfach. Also da ist der Ball auf jeden Fall nicht in Spielreichweite. Das könnte auch ein Gullideckel sein. Oh. Also, ich würde ganz klar sagen, es gibt hier einen Punkt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht durcheinander kommen für ein Schild. Also das Auto fehlte bei euch allen, was natürlich verkehrstechnisch relevant gewesen wäre. Wo habe ich das denn eben geschrieben? Hat das hier weggenommen? Hier, na, einen halben, da geben wir einen halben. Ah, Leute, was gebe ich denn den Grafikern hier, Mensch? Da fehlt einiges. Zwei Häuser, das ist hier... Oh, die Undertaker werden mich wieder hassen, aber auch das ist Quatsch. Und wir schauen nochmal hier, wir schauen mal auf das Team Benjamin Bierchen nochmal im Vergleich. Also Größenverhältnis super. Stimmt, Haus stimmt, Ball stimmt, ja. Straße stimmt. Das ist für mich hier die beste der fünf Zeichnungen. Und er hält... Nils! Ganz... Ganz kurz, gebt den Leuten die Chance. Ja. Ich weiß nicht, als einen Menschen zu schätzen, der sich nicht von einem lauten Pöbel an seiner Meinung herumfutschen lässt. So treffen wir jede Programmentscheidung. Ganz kurz, die Frage war möglichst originalgetreu. Ja. Und wir haben gerade alle Bilder gesehen und ja, unser war das mit den wenigsten Fehlern. Lass mich mal ausreden. Wenn du das Schild im Rückspiegel siehst, ist es wieder richtig. So. Wir haben einen Ball. Wenn du das Schild im Rückspiegel siehst, fährst du durch die Einbahnstraße. Das ist das beste Bild. Es vergessen. Das beste Bild. Ja, nice. Yeah. Und Bahnreise. Ja. Also das hatte schon, das Größenverhältnis hat mich überzeugt. Ja, also Auto fehlt überall. Haus. So. Ja, für euch vielleicht. Für euch vielleicht. Mal schauen, wenn ihr natürlich so laut schreit. Team Wurst-Käse-Szenario. Guck mal, hier werfen wir noch mal einen Blick. Ja, wohl exakt also, das gleiche wir Bild. Wir haben zumindest die Straße richtig, das Größenverhältnis. Wir haben den Rahmen um das Schild. Wir haben die einzigen, die eine Stange gemalt haben. Auf Ball, da würde ich einen halben Punkt geben. Das ist doch in keiner Weise schlechter als Benjamin Bierchen. Punkt. So, ein halber Punkt. Alle! Wenn dann alle, super. Andreas, wenn dann alle. Das haben wir alle. Ich bin die Salomon oder was? Ja, so, hier, schaut euch mal das an. Ja, nee, ich sag ja also. Alle, ich sag ja alle den halben Punkt. Ich sag alle den zwei Punkt. Häuser sehen wir hier schon mal. Guck mal, viel zu viele Leute, drei Leute. Der Ball ist nicht mal in Spielnähe. Der Ball ist in Spielnähe. Komm, das ist nichts. Ach, das seid ihr?
Ja, da muss ich leider keinen Punkt geben, ne? Ja, ist ja okay, das aber ist okay. Also, das ist ja eine richtige Kneipe. Die Grafiker haben wir hier, die, oder ja? Ja, die Pleuropeps. Ja. Also, ey, dafür, dass ihr Grafiker seid, ist das doch wirklich erbärmlich. Also, du Moderator bist, Mann. Damit lasse ich die Notpunkte verdienen. So, und was haben wir hier noch? Team Fucking im Shitstorm. Na. Ja, komm. Also Haus steht. Das sind die Außenspiegel. Was ist das für ein Geist? Was ist das für ein Geist? Also, ich muss sagen, ja, ich habe hier noch vollmundig einen halben Punkt. Jetzt muss ich aber sagen, im Winter wäre es natürlich ein schöner Schneemann, um den man hier rumläuft. Aber da ist der Ball, da muss ich jetzt hart sein, ne? Es wird getragen. Von 2 von 5 Teams. So. Gebe ich dir die zurück. Jesus Christ. So, Frage. Huiuiuiuiui. Ach Gott. So, dann wurde es dann wieder ein bisschen mittelalterlich. Oh Gott. Ich habe da fünf gute Freunde von. Ne, 4 und Tobi Escher. Okay, gut. Heieiei. So, also. Frage 18 war: Was hättest du im Mittelalter bei einem Lebzelter bestellt? Also, damit, Frage wird schon abgeschenkt bei den anderen Tekern. Was habt ihr denn vermutet? Konntet ihr euch herleiten? Komm, mach du. Ja. Komm. Gino, was sagst du denn? Oder Schreck, egal. Schreckert war, das war mal deine Idee. Jemand, der noch nicht gelabert hat. Schreckert. Der Einzige, der das Mittelalter schon ein paar Mal erlebt hat. Beim Lab, hallo. Dreimal, um genau zu sein. Wir haben einfach irgendwie ein bisschen das Wort an sich genommen. Keine Ahnung, wir kamen irgendwann auf Möbel, haben gedacht, es wäre vielleicht eine gute Idee. Und haben es niedergeschrieben, keine Ahnung. Möbeleinrichtung, oder was hast du noch? Möbeleinrichtung. Ja. Möbeleinrichtung ist leider falsch, tatsächlich. Das ist das Team an der Theke. So, wir gehen weiter zum Team Plörrepäpste Benjamin. Wir hatten viel Fantasie und wir haben zuerst gesagt, der Sarg, so Lebzelt irgendwie, nach dem Leben ein Zelt oder so. Ja. Dann haben wir gedacht, Kettenhemd, dann dachten wir aber, nee, das macht der Schmied. Sarg kann es nicht sein, weil du bist tot und nicht am Leben. Und dann haben was wir einfach... Was ich gesagt habe, wollte er wissen. Ja, der wow. Ist wir immer noch eine Show hier, Gunnar. Hier, ne? Und die heißt nicht, wer macht am meisten falsch. wir haben Umhang gesagt, ganz stumpf, weil es auch ein Lebzelt. Umhang. Nein, leider falsch. Halben Punkt, oder? Also. Aber ich brauche bald mal noch einen neuen Stift. Fucking im Shitstorm. Haben die da drüben bei uns gehört, weil wir das nämlich gesagt haben. Ihr seid auch in die Richtung Sarg. Ich habe aber auch nur geraten. Gegangen. Auch das ist inzwischen immer noch falsch. Team Wurst-Käse-Szenario. Anja, was habt ihr denn aufgeschrieben? Etienne hat schon wieder das Mikrofon. Jetzt gib's mal weiter, Herr Gott. Deine Stimme haben wir oft genug gehört. Das war seine Idee. Ach so, okay. Aber gut, okay. Grabstein haben wir geschrieben. Ach so, ja, Grabstein immer noch falsch, tatsächlich. Haben die auch nicht geschrieben? Was haben die nicht geschrieben? Ihr habt Sarg geschrieben. Meinen wir doch, Sarg. Ach, ja. Du nix zur Sache und Nils und Co. Team Benjamin, Bierchen, Raphael. Was? Ja, wir haben Bier gesagt. Bier. Aus der Begründung, weil wenn man was bestellt man im Mittelalter normalerweise? Bier, weil man es nicht im Haus hat. Wir sind hier in einer Kneipensendung. Da muss irgendwann mal die Antwort Bier kommen. Mhm. Und drittens, das Wort Lebzelter beinhaltet ja schon das Wort Leber. Ha. Und was macht man, wenn man viel Bier trinkt? Dann bleibt der Alkohol oft in der Leber und zeltet da noch ein bisschen. Das ist der Lebzelter. Was sagen die anderen Teams? Ist uns das einen halben Punkt wert? Nein! 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 Nein. Nein. Es gab authentischen Applaus von unseren größten Feinden. Max! Habt ihr Max gehört? Es reicht leider nicht für die Mehrheit. Wir sind nicht alle dafür. Also, das Wort Zelten gab es im Mittelalter noch nicht. Also Quatsch. Nein, aber man hätte es... Man hätte die Chance gehabt, Lebkuchen. Fuck you! Fuck you! Gino wollte sagen, nimm mal das Mikrofon. Gino, du hättest es geahnt. Das war irgendwie naheliegend. Ja. Und wir meinten, Lebkuchen ist doch nicht im Mittelalter jetzt irgendwie... Aber Lebkuchen war... Naja, ihr habt nur gesagt, Lebkuchen, nee, ja, Gunnar war das.
Aber ist das richtig, ja, Lebkuchen? Tatsächlich, ja, Lebkuchen wäre es gewesen, auch Met. Och, Leute. Ja, Lebkuchen, also Gino hätte es gewusst. So, Frage 19. Welche dieser Sportarten war nie olympisch? Also, welche dieser Sportarten war nie olympisch? A. Pferdeweitsprung, B. Rückwärtslaufen, C. Unterwasserschwimmen. Gino, gleich nochmal bei dir. Sportfragen. Alle drei Wettbewerbe gibt es natürlich. Oder alle drei Sportarten gibt es in der Wettbewerbsform. Was hast du geglaubt? Na, wir was? Haben jetzt an C gedacht. Also Rückwärtslaufen waren wir ziemlich sicher, dass es olympisch war. Aha. Wir waren nicht sicher A oder C, weil ja sehr vieles auch mit Pferden gemacht wurde. Ja. Aber wir haben uns dann schlussendlich für C entschieden. Das war das Tauchen oder Unterwasserschwimmen. Unterwasserschwimmen war tatsächlich olympisch. Das heißt, das ist falsch. Bei den anderen Tickern, was haben die anderen Teams gedacht? Hier wird abgeklatscht bei dem Team Wurst-Käse-Szenario. Eddie. Wir haben gesagt, Pferdeweitspringen ist Quatsch. Ja, warum ist es Quatsch? Weil... Ja, Flo? Ganz einfach, weil die Absprungmarke mit Pferden natürlich ist vollkommen willkürlich. Das geht nicht. Kannst nicht machen. Es gab tatsächlich Pferdeweitsprung als olympische Disziplin. Oh, fuck you, Rückwärtslaufen! Richtig, ist Rückwärtslaufen. Es gab zwar Wettbewerbe im Rückwärtslaufen, aber das war nie olympisch. Wussten das Team Alwin und Co., wusstet ihr das? Was habt ihr getippt? Nein. Ihr wusstet es nicht. Wir waren auch bei den Pferden, weil wir dann, dummerweise auch, wie scheinbar alle gesagt haben, Team dass es Rückwärtslaufen gibt. Shitstorm, Lia, hattet ihr die richtige Antwort? Auch nicht. Ah, denkt doch einer mal an die Pferde. Benjamin, so, Team Benjamin Bierchen, wart ihr auf der falschen Pferde? Wir haben nicht so schlecht. Nein, nein, nein. Gibt Kreativpunkt. Wir haben auch tatsächlich gesagt, dass Unterwasserschwimmen Quatsch ist. Ja, Unterwasserschwimmen gab es tatsächlich. War eine Zeit lang olympisch. Haben wann wir denn? Da noch? Weißt du das? So. Also da ging es tatsächlich um die Weite und die Sekunden, die man am Stück unter Wasser schwimmen konnte. Ja. Nicht nur tauchen, aber beim Tauchen. Ja, genau. Da geht es ja mehr um die Tauchen. Sven, Tauchen geht es ja mehr Tiefe. Da ging es wirklich darum, unter dem Wasser zu schwimmen, wie viele Sekunden man es schafft und wie viele Meter man zurücklegt. Ja. Ja, so war es im 20. Jahrhundert. Also, Frage 20, die letzte Frage, da bin ich jetzt mal gespannt. 6 Pokémon haben wir aufgestellt, 2 davon gibt es allerdings nicht. Welches dieser 6 Pokémon gibt es nicht? Marmelados, Kuckmarda, Gelatini, Kronjuwild, Flammlachs oder Schnuthelm. So, da gehen wir mal ins Team Fackeln im Shitstorm. Können wir da mal hinschauen? Bell möchte ich da mal. Oder bist du auch Pokémon-Experte? Gibt es einen halben Punkt, wenn man nur 1 richtig hat? Ja. Ja, sicher. Dann haben wir, glaube ich, einen halben Punkt. Was habt ihr denn? Wir haben irgendein das Marmeladending und Gelatini, aber das haben wir hinterher erfahren, gibt es wohl. Ja. Deswegen Bell, scheint das wohl falsch zu sein. Was also war deine Herangehensweise? So, das war natürlich... Primär 4., 5. Generation, wo es dann schon immer absurder wurde. Ich bin eher Pokémon-Veteran. Ich bin eher so in den ersten Editionen unterwegs und kein Plan, keine Ahnung. Okay, also Marmelados habt ihr gedacht, gibt es nicht. Ja. Tatsächlich. Und Gelatini. Gelatini gibt es in der Tat. Marmelados gibt es nicht. Dafür gibt es einen halben Punkt. Haben wir Gelatini? Ja, ist sehr spontan. Vielleicht kann die Regie das mal unterwegs raussuchen. Es sieht so aus, wie es ist. Team Plurrepäpste, Hannes. Oder Alwin. Ne, Alwin ist der Pokémon-Experte, ne? Na, geht so. Bei der Frage war, wie gesagt, schwierig. Wir haben ähnlich geantwortet wie die Gruppe davor. Also theoretisch einen halben Punkt, aber bei dir weiß man ja nie so. Vielleicht eher gar keinen. Ja, was habt ihr denn gehabt? Marmelados? Marmelados und Gelatini hat man getippt. Halber Punkt für die Grafiker. Lass dich nicht auf das Niveau von der Hand. Sehr gut. Team, die Underdog. Oh Gott, dieses kleine Häufchen Elend da, das ist die Underdog. Sehr süß. Guck mal, hier geht's Licht aus für das Team. Hey, Moment mal, wir stehen gar nicht so schlecht da. Ich stehe gar nicht so schlecht da, ne? Deswegen mache ich es wieder an. Was habt ihr denn geantwortet? Wir haben unter anderem Marmelados. Es gibt Lavados, es gibt Garados, aber Marmelados ist dann ein bisschen zu viel des Guten. Ja, aber ich fand das so süß. Stell dir das mal vor, so ein kleiner Topf. Dann schraubt man den so auf. Das ist Gelatini übrigens, was wir da dann sehen. Haben wir leider auch Gelatini genommen. Ja. Sehr gut, da fliegt es. Fliegt das Hörnchen. Also, auch hier ein halber Punkt. So. Das sind die Undertaker.
Und welches Team haben wir noch nicht? Das Team Benjamin Bierchen. Wer spielt da Pokémon? Sven, du hast das Mikrofon schon gegriffen. Ah, ich habe 1000 Stunden in Sonne. Wow. Oh. Das sind zwei Wochen Mallorca. Also ich glaube, ich lag tatsächlich falsch, weil ich habe gesagt, also ich war mir nicht sicher, also natürlich, was nicht gab, auf jeden Fall Marmelados gab es nicht, ist klar. Aber das ist so süß. Ja, natürlich, ist klar, gibt's nicht. Bei, guck mal, da war ich mir tatsächlich, habe ich erst gesagt, okay, gibt's auf gar keinen Fall. Das Problem war, wo ich jetzt unschlüssig bin, ist wegen der Schreibart. Weil normalerweise hättet ihr das bestimmt so geschrieben, dass ihr CK geschrieben hättet. Aber da war es so geschrieben, dass es KUK geschrieben wurde. Und deswegen bin ich mir sau unschlüssig und deswegen würde ich fast sagen, eventuell gibt's guck mal da, aber ich weiß nicht. Ja, würde ich sagen, oder was war eure Antwort? Weil wir haben gesagt, guck mal, da gibt's nicht. Wir haben gesagt, Marmelados und guck mal, da gibt's auf gar keinen Fall. Dann ist das auch für euch ein halber Punkt, denn guck mal, da gibt es tatsächlich. Ja, ich hätte auf die Schreibung. Ja, nee, Schnutheim gibt's wirklich. Es gibt ja. Ja, Schnutheim gibt's wirklich. Schnutheim gibt's, das kannst du in die Weiterentwicklung. Ja, das ist dann dieser Dialog. Guck mal da, ja, wohin genau denn? Das sind im Prinzip die Pokémon, die sich unterhalten. Third Generation Joke. Anyone? Etienne. Kronjuweli und guck mal da haben wir genommen. Ja, die gibt's beide tatsächlich. Also, deswegen. Gibt's. Also, 0 Punkte für Team Wurst Käse. So, dann haben wir das durch. Also, welche Pokémon gibt es nicht? Marmelados gibt es leider noch nicht, aber vielleicht kann man das ja mal nachreichen. Und Flammlachs gibt's nicht. Gab's? Ja, genau, ey. Gab's bei mir zwar vor 3 Wochen. Ich hab das doch gesagt, weil es um mich geht. Ja, genau. Ja. Ja, gibt's nicht. Also, guck mal da, Gelatini, Kronjuwild und Schnuthelm gibt es. Alles. Es sind Pokémon vom Typ Käfer, Eis, Normal und Pflanze. So, das war Runde 2. Oh, jetzt kommen wir zum großen Berechnen. Da haben wir hier 1 Punkt, 2 Punkte. 2,5. Dann sind wir hier bei 8,5 Punkten für das Team Wurst-Käse-Szenario. Benjamin Bierchen hat hier noch 3,5 Punkte geholt. Ist bei 8,5. Guck mal, Gleichstand zwischen den beiden Teams. Dann die Plörre-Päpste haben hier nochmal 3,5 Punkte geholt, sind auch bei 8,5 Punkten. Hallo. Dann die Undertaker, habe ich mich verrechnet? Erstmal herrufen, mich völlig verunsichern hier oder was? So, dann haben wir nochmal 3,5 Punkte, 4,5, da sind wir bei 8 Punkten. Und Fackeln im Shitstorm, die ehemals führenden 4,5 Punkte sind bei 11,5 Punkten. Team Handy mit 11,5 Punkten. Das war Runde 2 hier bei Rülps das Kneipenquiz. Wir kommen gleich zurück mit 10 weiteren Fragen, mit denen ich unsere Kandidaten ärgere. Und dann werden wir rausfinden, wer am Ende hier die Leuchte davon trägt. Gleich geht's weiter bei Rülps das Kneipenquiz. Bis gleich. Rülps, das Kneipenquiz. Die Kandidaten trudeln wieder ein für die dritte Runde. Der letzte Block von Fragen. Was gab's hier schon wieder für hitzige Diskussionen? Böser Blick von Gino kriege ich dann noch mit in den Anmod reingegeben. Schröck war schon bei mir, beschwert sich keine Filmfragen. Tobi Escher beschwert sich keine Fußballfragen. Dabei war das doch nach Wolf wurde doch gefragt nach dem WM-Finale. Ias, dem ich extra eine Games-Frage zugeschustert habe. Nix. Wir wissen doch davon, dass wir genauso wie alle anderen Teams 8,5 Punkte haben. Eben. Deswegen verstehe ich diese Aggression. Ich habe natürlich nur 8 Punkte, das ist der Fehler. Hier haben wir 3x 8,5 Punkte und 11,5 Punkte für die momentanen Spitzenreiter, das Team Fackeln im Shitstorm. Welches? Ihr packt euer Handy jetzt wieder auf den Tisch, denn jetzt kommen die nächsten Fragen in Runde 3. Tschüss, Mate. Wo ist denn jetzt Gunnar? Hey! So. Wo ist denn
Also, wir starten. Das ist, Donny, du hast viel verpasst, auf jeden Fall. Folge, oh, aber wir kommen zu einer, Achtung, jetzt brauche ich eure Aufmerksamkeit. Frage 21 lautet, was ist das? Darf man näher kommen? Ja, ich gebe es gleich rum, bleibt sitzen, ich gebe es gleich rum. Was ist das? Einmal für die Zuschauer. Clemens hat das hier eingefangen. Zeit läuft. Zeit läuft oder was? Meine Güte. So, hier gibt's ein paar, hier gibt's ein paar. So, was zum Teufel ist das? Hier gibt eine, hier noch eine, da noch eine. Reicht das? Ja. Was ist das? Will ich wissen. Mehr nicht. Richtige Antwort. Nächste Frage. So, also. Vielleicht ein kleiner. Ja, ja. Da kann man es essen. Vielleicht ein kleiner Vorteil für Gino. Ist das ein Hinweis? Also, es schmeckt süß-säuerlich, so viel kann ich sagen. Flo Harten kommt jetzt auch wieder an den Pott. Die Zeit läuft gnadenlos ab. Fabian hat die Kuhglocke wieder an der Hand. Wir vergessen euch jetzt nicht, oder? Wir vergessen uns nicht, wenn wir das essen. Nein. Es müsste süß-säuerlich schmecken. So. Frage 21, ja. Schreibt auf, was das ist. Ja, also, okay. Wer hat's denn? Tobi. Tobi, wie schmeckt's denn? Ja? Schmeckt sehr süß. Süßlich, so aromatisch. Okay, wir werden gleich rausfinden, was das ist. Folge. Frage 22. Achtung, Aufmerksamkeit. Der Name welches Festivalgeländes lässt sich von der chemischen Bezeichnung von Eisen ableiten? Der Name welches Festivalgeländes lässt sich von der chemischen Bezeichnung von Eisen ableiten? Also. Mehrere Festivals, die dort stattfinden. Ableitner. Ja, das weiß jeder, sagt Anja da so kühn daher. Gelände. Also, ist in meiner Heimat, so viel kann ich voraussagen. Die Uhr wird wieder nicht hier. Fabian vergisst seinen Job. Hä, was stellst du denn jetzt hier für Nachfragen? Hallo? Ist das ein deutsches, ja, Festival oder ist das ein weltweites Festival? Oder, also ist es international oder ist es deutsch? Also wenn du diese, naja, Frage stellst, kennst du die Antwort ja auch nicht. Alle Festivals sind international. Ja, du kannst ja nicht, also du hast ja überall internationales Publikum. Okay, ist es in Deutschland oder ist es irgendwo auf der Welt? Ist in Deutschland. Ja. Also Schröck hatte hier nochmal gefragt, wo das Festival denn stattfindet. In Deutschland in der Tat. Und die Zeit läuft ab. Team Social, Festivalgänger, Grafiker testen noch ein bisschen. Der Name welches Festivalgeländes lässt sich von der chemischen Bezeichnung von Eisen ableiten. Frage 22, 7 Fragen noch übrig. Flo Harten auch wieder zurückgekehrt an den Tisch. Und die Zeit ist abgelaufen. So, Frage 23. Jetzt gehen wir zurück in die Kindheit. Vielleicht ist ja das was, wo man hier noch einige abholen kann. In meine persönliche Kindheit. Welches Kuscheltier? Nein. Chip und Chap. Die Kinderserie kennen wir. Wie lauten die ersten beiden Zeilen aus dem Intro-Song? Die Uhr läuft ab jetzt. Also Chip und Chap. A-Hörnchen, B-Hörnchen. Marco sagt, das habe ich auch gestern erst wieder gehört. Oh, du warst aber bei einem Wir müssen reden zu so einem ähnlichen Thema, oder? Ja, vielleicht gab das ja einen Hinweis. Also die Intro-Songs der Cartoons, damals, oder Zeichentrickserie, damals sehr beliebt. Wie lauten die ersten beiden Zeilen des Intro-Songs? Also Deutschland, A-Hörnchen und B-Hörnchen. Chip, Chap, Trixie, Samson, Sumi. Das ist die fünfköpfige Truppe. Chip und Chap. Übrigens, ähnliche Melodie wie MacGyver. Ja, wer das mal zu Hause nachhören möchte. Da habe ich rechtliche Probleme gehabt. Die Zeit läuft ab. Können wir auf die Rückseite schreiben kurz? Ja.
Aber das Rückseite zieht mich diese Frage nicht. Sie eliminiert die letzten Sekunden, ticken runter. Die ersten zwei Zeilen. Das ist nicht der ganze Text. Zwei Zeilen. Wahrscheinlich, naja gut, mal gucken, was da kreativ geantwortet wurde. Frage 24. Frage 24. Wer gilt als Erfinder der Glasharmonika, des flexiblen Harnkatheters und des Blitzableiters? Kleiner Hinweis, es handelt sich um einen US-Amerikaner. Also, die drei Erfindungen: Glasharmonika, flexibler Harnkatheter und Blitzableiter. Diese drei Erfindungen hat dieser tüchtige Amerikaner unter die Menschheit gebracht. Er hat noch einiges anderes in seinem bewegten Leben gemacht, aber zu viel möchte ich da jetzt nicht verraten. Wer gilt als Erfinder der Glasharmonika, des flexiblen Harnkatheters und des Blitzableiters? Also drei sehr unterschiedliche Erfindungen. US-Amerikaner, wer könnte das gewesen sein? Sehr, sehr vielschichtig, dieser Mann. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und wer hat hier Assassin's Creed gespielt? Der hätte vielleicht einen kleinen Hinweis. So. Die letzten Sekunden laufen. Frage 25. Jetzt habt ihr wieder mehrere Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Frage 25 lautet: Wie lang kann die Zunge eines Chamäleons werden? A. 120 cm. B. 140 cm. C. 160 cm. Wie lang kann die Zunge eines Chamäleons werden? Die Zeit läuft ab. Jetzt A. 120 cm bis zu. Also es geht um die Maximallänge quasi. A. 120 cm. B. 140 cm. C. 160 cm. Das sind 20er Sprünge für die, die sich mit Arithmetik auseinandersetzen. Das ist Arithmetik, keine Ahnung. Menschliche Zunge? 7, 8 Zentimeter? Ja, ich sag mal, so in bestimmten Situationen kann ich ja noch den einen oder anderen Zentimeter rausholen. Ne? Komm auf 8,5 Zentimeter. Zeit läuft unerbittlich. Stimmt wie immer nicht, denn sie läuft erbittlich runter. Wirklich. 120 cm, 140 oder 160 cm? Übrigens, die zweitlängste Zunge hat das Riesenschuppentier mit 70 cm. Für die, die auf Trivia stehen. So, nächste Frage. 26. Frage 26. Welcher deutsche Politiker sorgte mit dem Zitat: Ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein, für Aufsehen? Also, Zeit läuft. Frage 26. Welcher deutsche Politiker sorgte mit dem Zitat: Ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein, für Aufsehen? Es handelt sich um einen Mann. Sonst wäre es ja auch nicht so absurd. Zeit läuft. Was? Was ist nochmal eine Frage? Es handelt sich um einen Mann. Naja, denn... Wir bleiben trotzdem dabei, bleibt Basis. Ja, dann wär's ja nicht absurd, oder? Na gut. Also. Ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein. Wer sagte das von unseren deutschen Politikern? Ich glaube. Satz 4 übrigens beim politischen Aschermittwoch 2007. Was so intendiert witzig war, weiß ich nicht. Schröck guckt in die Kamera, hat er die richtige Lösung? Man weiß es nicht. Wir werden es gleich erfahren. Gunnar. Andreas. Fasziniert mich an dem Wirklich, ich nehme sehr viele negative Vibes so aus der Richtung wahr. Nein, gar nicht. Hallo? Frage... Frage Nummer 27, während Gunnar da die Löffel verbiegt. Normalerweise verbiegen sich nur die Balken, wenn Gunnar spricht. Frage 27, wann ist es am wärmsten? A, bei 30 Grad Fahrenheit. B, bei 30 Grad Celsius. C,
bei 30 Kelvin. Zeit läuft. Wann ist es am wärmsten? A bei 30 Grad Fahrenheit, B 30 Grad Celsius, C 30 Kelvin. Hier spielen wir natürlich mit den unterschiedlichen Maßeinheiten. In Deutschland, USA, Europa und im Kelvinland. Kelvinland. Also wer hat da in Physik aufgepasst? Oder wer sagt irgendwie, weiß ich nicht, nehme ich eine Jacke mit, sind doch 30 Grad Fahrenheit draußen. Brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Man weiß es nicht. Ganz schön. Haaren, die Zeit läuft. Also wer hat die Umrechnungen parat? Wer hat das Tafelwerk vielleicht noch zur Hand? A, 30 Grad Fahrenheit. B, 30 Grad Celsius. C, 30 Kelvin. Wann ist es am wärmsten? Letzten Sekunden laufen. An der Theke liegt den Stift schon bereit. Team Social guckt noch auf dem Handy. Da wird auch noch diskutiert. 27. Frage 28. Das ist wieder eine schöne Gruppenaufgabe. Wie viele Bierkrüge trug Anita Schwarz über eine Strecke von 40 Metern und hält damit den aktuellen Weltrekord? Also ist auch im Hofbräuhaus passiert. Wie viele Bierkrüge? Denkt dran, es ist eine Frau. Also wie viel hat sie getragen? Es handelt sich hier um klassische Maßkrüge, 1 Liter. Und der Rekord wurde 2008 aufgestellt. Also, wie viele Bierkrüge konnte die gute Anita denn tragen? Frage 28. Wie groß sind die Krüge? 1 Liter. Also kleine. Frage, die man natürlich nicht zu Bier ernst nehmen sollte. Also, aktuelle Weltrekordhalterin. Bei den Männern sind es noch mal ein paar Bierkrüge mehr, aber das ist ja klar, wir sind halt Männer und dementsprechend von der Biologie stärker ausgestattet. Ne? Das wird ja wohl keiner diskutieren wollen. Letzten Sekunden laufen. Guck mal, Team Social. Ist das schon schnell gewesen? Marco, das Unschuldslamm. Ja, die führen mit 11,5 Punkten. Frage 29, die vorletzte Frage für heute. Wieder Multiple Choice. Welche Stadt hat die meisten Brücken in Europa? A. Venedig, B. Hamburg, C. Amsterdam. Welche Stadt hat die meisten Brücken in Europa? A. Venedig, B. Hamburg, C. Amsterdam. Definition Brücke, alles was zwischen zwei Trägern 2 Meter weit schwebt. Das ist die offizielle Definition. Die Zeit läuft verspätet wie immer mit steigendem Alkoholkonsum. Das möchte ich hier auch nicht verschleiern. Also, man muss auch sagen, die gesuchte Stadt ist tatsächlich in riesigem Abstand vorne. Da wird diskutiert. A, Venedig, B, Hamburg, C, Amsterdam. Also. Meisten Brücken in Europa. Venedig, Hamburg oder Amsterdam. Alle drei, vier. Viele Brücken bekannt. Brückentage zählen natürlich nicht. Das ist eine rein kalendarische Angelegenheit. Und die letzten Sekunden verrinnen. Multiple Choice A, B oder C. Venedig, Hamburg, Amsterdam. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage des heutigen Abends. Frage Nummer 30. Ja, letzte Frage. Jetzt kommt die letzte Frage. Was ist ein Damenbrett? Zeit läuft. Was ist ein Damenbrett? Vielleicht die Chance für auch eine kreative Antwort. Oder man weiß es direkt. Wenn jemand alle Folgen genial daneben gesehen hat, herzlichen Glückwunsch. Aber auch mein Beileid.
Also, was ist ein Damenbrett? Ja, bei den Grafikern geht es natürlich wieder in eine andere Richtung. Team Beschiss, ich werde Team Fackeln im Shitstorm. Nils, der noch überlegt. Hier ist ich hier in der Mentor-Funktion. Schaut mal, wie er das erklärt. Nein. Also die letzten Sekunden. Was ist ein Damenbrett? Damit. Kreativität, ja. Stifte weg. Stifte weg. Wow, wow, wow. Florian, hallo. So, hier wird das Ding weggenommen. Das sehe ich schon nicht mehr. Kann ich nicht mehr sehen. Natürlich sehe ich das. Schön, wie ihr mich alle hast. So, dann haben wir die letzten. Das ist ein konstruktiver Punkt, das werde ich mit ihm auch bereden. Das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Das stimmt. Das kannst du ja nochmal gleich sagen. Das stimmt. Die Regel gelten nicht, wenn einer nicht dran hält. Wenn sie alle auch nicht dran halten müssen. Ist das, also das, die Regel wird dann. Naja, nur schaut doch mal. Ihr seid doch alle drei gleich auf. Ja, deswegen. Und guck dir mal, wo die sind, die sind letzter. So, also das waren unsere 30 Fragen, die wir hatten. Es ist, denke ich mal, ein Event, wo man jetzt schon absehen kann, dass wir die nicht allzu oft machen können aufgrund der Spannungen und wahrscheinlich mit wechselnder Moderation. 30 Fragen, unterschiedliche Themengebiete. Der gute Fabian zählt jetzt eure Antworten, schaut, was da gewusst wurde. Wir schauen mal bei Team Die Undertaker. Tobi, greift dir mal das Mikrofon oder Schreck. Wie war die Runde für euch? Ja, wir sind ein bisschen unsicher. So. Warum? Ja, weil die Antworten, wir haben die richtigen Antworten, aber ich weiß nicht, ob du sie anerkennst. Das ist meine Hallo, Frage. Also ich habe doch keine Agenda gegen euch. Nein, ich glaube, dass die Runde war ganz gut bei Wollt uns. Wollt ihr wirklich nach Hause gehen und sagen, ja, wir sind so clever, aber der Spielleiter, der hat's runtergerissen? Oder seid ihr echte Männer? Lass uns doch den Spaß, komm. Ja, das stimmt. So, Team Plörreperbste. Alvin, Michael sag ich schon. Alvin, greift dir mal das Mikrofon. Immer Alvin. Ja, hallo. Oder Hannes, meine Güte. Ihr könnt doch. Ja, Andreas, was geht? Die letzten 10 Fragen, wie waren die für dich? Viel gewusst? Da waren auf jeden Fall ein paar Nussknacker dabei. Also ich glaube, so ein paar haben wir auch richtig, haben wir auch gewusst. Stellenweise auch dank Hannes. Bei einer hat er sich besonders hervorgetan. Ich würde mich nicht aus dem Fenster. Das ist mein Chef. Ich wüsste es, aber vielleicht stimmt es nicht, aber ich weiß es. Von daher so gemischte Gefühle. Auf jeden Fall werden wir nicht auf dem letzten enden, hoffe ich. Ja, es ist noch alles sehr eng zusammen. Wo ist denn der gute Clemens? Auch nicht mehr da. Was haben wir denn beim Fackeln im... Ach, guck mal hier, Clemens, kurz wieder das Besondere. Was haben wir Fackeln im Shitstorm? Glaubt ihr, mit den 10 Fragen könnt ihr die Führung halten? Das war schon eine harte Dattel, aber die Räuber und Diebe, die werden sich schon halt, weißt du? Ja? Die wissen, wo sie bleiben, ne? Du bringst den Gag, ich bring die Vorlage. Okay, dann, Nils, letzten 10 Fragen. Geht da noch was bei euch? Ja, ich hoffe sehr. Wir müssen schauen. Da sind viele Antworten bei, wo wir nicht genau wissen, ob es total falsch ist oder aus Versehen richtig. Aber ja. Also ich habe ein fantastisches Team gehabt. Ich bin total überrascht, wie toll die alle hier performt haben. Und deswegen, danke und ouch. Mein Team ist eh ein Gewinner, weil unser Team ist ja auch bunt zusammengewürfelt. Wir haben ja nicht wie andere Leute hier sich handverlesen, irgendwie die Genies aus ihren jeweiligen Bereichen rausgeholt. Ja. Ne? Also ich bin sehr stolz auf mein Team. Und Team Wurst Käse. Eddie. Ja, alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Ich bin auch stolz auf mein Team, bla bla bla, wir sind alle Freunde und alle super toll. Aber wir wollen gewinnen, Anja muss aufs Damenbrett und es wird schwer, die 3 Punkte da aufzuholen. Die das Team übrigens nur hat, weil es als letztes immer den Zettel abgeben durfte. Und in dem Moment müssen wir leider zurückgeben. So, Fabian, ist durch? Brauchst noch ein bisschen. Okay, also, 30 Fragen haben wir heute gehabt. Unterschiedlichste Themengebiete, nur Film war irgendwie nicht dabei. Das ist natürlich ein Jammer, ne?
Gunnar mit seinem All-Star-Team ist er hier angetreten. Ihr hasst mich inzwischen. Einer der Besten hier in der Redaktion. Aber ihr beim Kneipenquiz überfordert, muss man auch mal sagen, ne? Okay, ich sollte vielleicht einfach aufhören. Team Grafik. Hallo, Andreas. Ihr habt auch... Habt ihr das Gefühl gehabt, die Fragen waren zu knackig, Ben? Ich habe deine Frage leider nicht richtig verstanden. Waren die Fragen zu knackig für euch? Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, wir haben viel bewiesen. Wir haben Kopfrechnen, wir wussten viel über Brücken, jetzt gerade aktuell. Ja. Wir sehen gut aus und wir haben wahrscheinlich, was unsere Eingangssituation mit dem Bier war, wir haben viel weggestellt. Ja. Sehr gut. Also in Sachen Biervorrat seid ihr auf jeden Fall das Gewinnerteam. Also, die dritte Runde. Wir fragen uns natürlich, wer wird hier am Ende die Leuchte davontragen? Wer gewinnt diesen fantastischen Preis? Welches Team? Es ist eigentlich noch alles drin, aber hier 4 Punkte sind natürlich... Nee, 19, 11, ne? 3 Punkte ist natürlich schon schwer aufzuholen. Guck mal, der IS. IS greife ich mir gleich nochmal. Sind wir durch? Ich erhalte in diesem Moment die Information, dass wir mit der Auswertung starten können. Also, die Antworten stehen fest. Wir haben jetzt die letzten Antworten und gleich nach der Werbung erfahren wir, wer hier der Sieger wird bei der ersten Ausgabe von Rülps, das Kneipenquiz. Bis gleich. Das Kneipenquiz. Da sind wir wieder, Rocket Beans TV, Rülps, das Kneipenquiz. Was für ein Abend. Ein Abend, an dem Freundschaften zerbrochen sind, neue Freundschaften entstanden sind, das mir aber persönlich überhaupt nichts bringt, aber ihr führt nun mal mit 3 Punkten. 20, 30 Fragen liegen hinter uns und wir begeben uns jetzt in die Auflösung der dritten Runde und werden dann herausfinden, wer am Ende diese Leuchte hier als Preis anfassen kann, aber dann bitte hier stehen lässt. Wir fangen an mit Frage 21. Das war ganz simpel. Was ist das? Wer möchte das hier mal ein bisschen näher sehen? Das war die Frage. Was ist das? Die meisten von uns daddeln ja mehr. Benjamin Koch, was hast du denn vermutet? Was hat das Team Plörrepäpste vermutet? Wir haben gesagt, das ist eine indische Dattel auf jeden Fall. Auf jeden Fall sogar. Warum? Haben wir leider nicht gesagt, aber es ist, glaube ich, die richtige Lösung. Ah, was habt ihr denn vermutet, was es ist? Wir haben, ich weiß nicht, haben wir Hülsenfrucht geschrieben? Eine Bohnenart. Oh, eine Bohnenart, ja, ist ja auch nah dran. Vielleicht mal einmal eine Referenz auf unsere. Ja, wegen dem Sender und so. Wir denken auch immer als Entertainment. Was war die Antwort? Bohnenart. Seid ihr für einen kreativen Punkt? Nein. Die sagen das nur, weil sie es haben. In der Endphase gibt es doch für eine Bohne bei Rocket Beans keinen kreativen Punkt. Was? Einfach nur langweilig. Wie er sich freut. Oh, der Stift ist übrigens leer. Haben wir noch einen zweiten Stift? Was sagt denn das Team Benjamin Bierchen dazu? Moritz. Ja. Moritz ist weg. Ja, das habe ich gesehen. Lisa. Na, natürlich haben wir richtig getippt mit Dattel. Ist es so? Ja, dann ist das ein Punkt. Oh, dankeschön. Für das Team Benjamin Bierchen. Wurst-Käse-Szenario. Eddie, was hat dein Team geantwortet? Wir haben auch Dattel gesagt. Ist das so? Das ist so, ja. Und dann haben wir noch das Team Die Undertaker. Dankeschön, Moritz. Gino, das ist ja ein bisschen deine Region. Genau, mir kam dieser Geschmack auch sehr bekannt vor. Und ich hatte dann den Originalname dieser Frucht ist Imli. Und Imli ist die richtige Antwort. Dattel würde ich jetzt nicht so gelten lassen. Imli ist aber richtig. Und Imli hat keiner von euch. Ja,
Gibt einen Punkt. Und das Team Fackeln im Shitstorm. Konntet ihr diese Aufgabe lösen? Auf jeden Fall. 3 von 4 Google-Angaben haben gesagt, das ist eine Dattel. Also von daher. Sehr hoch gerankt als Dattel, ja. So. Das ist ja keine Dattel jetzt. Also, der richtige Name offiziell im Supermarkt könnt ihr das kaufen als Tamarinde. Ja. Warte. Dann ist das falsch. Das ist ja falsch. Nee. Es ist eine Dattel. Du kannst also, Imli ist, so ist ein aus seinem indischen Heimatdorf irgendwie gelten lassen. Das läuft nicht. Gab's ihm doch den halben Punkt. Imri! Willst du da implizieren, dass es falsch war, oder was? Fabian mit einer Korrektur. Das kann man wohl den indischen Begriff sagen. Ey, Gino hat hier Knowledge, Mann. Ja. Punkte für Knowledge. Punkte für Knowledge. Punkte für Knowledge. Aber als halber Punkt, nur weil es ja eigentlich eine indische. Nein. Ja, die Imli heißt. Ja, indisch. Indische Dattel, ist keine Dattel. Okay, Grundwort, Bestimmungswort ist dir klar. Wir haben halben Folge. Bitte? Wir haben halben Punkt wegen Rechtschreibung Abzug bekommen. Da können die jetzt auch den vollen Punkt kriegen, dafür, dass die kriegen noch einen vollen Punkt genug. Die anderen halt auch. Ja. Ja, warum haben die dann bei der Rechtschreibung keinen vollen Punkt? Weil es fucking Josef Haydn war, Alter. Oh Mann, Alter, ey. Jesus. So, der Name welches Festivalgeländes lässt sich von der. Der Name welches Festivalgeländes lässt sich von der chemischen Bezeichnung von Eisen ableiten? Ben, Festivalgänger? Yes, no? Wir sind ziemlich schnell darauf gekommen, dass, glaube ich, Ferron das Wort ist, das chemische Wort für Eisen ist. Ja. Und Hannes wusste, dass es irgendwas gibt, was ähnlich ist wie ein Festival. Ja, also das Splash findet auf dem Ferropolis statt. Und wir hatten erst FOA, das Ferron on Air. Und dann habe ich gesagt, ey, Ferropolis, keine Ahnung, ob es das als Festival gibt. Aber wir hoffen, dass jenes richtig, richtig ist. Ja, wir haben ja den Ort genannt. Genau, ja. Liegt in Grevenhain. Was habt ihr, was war die offizielle Antwort? Was hat, ja, das ist doch richtig. So, Team Fucking im Shitstorm. Festivalgänger unter euch, wusstet ihr das? Splash, Meld findet da statt. Timo hat halt nicht den Ort genannt, sondern ein Festival per se. Es ist überhaupt nicht wahr, weil es ist. Es ist. Ich dachte, es wäre das Ferrocity, die Stadt aus Stahl. Ich weiß, dass der Untertitel richtig ist. Ich war mir nicht mehr sicher bei dem wirklichen Namen des Geländes. Also weder Stadt aus Stahl aber ist richtig noch Ferrocity. Schon das Zeichen für Eisen, Ferrocity. Stadt aus Eisen. Könnte man noch einen halben Punkt geben, oder? Ach. Ja, nicht Stahl, ja. Da wird der Kleid dazu. Ferrocity stimmt. Ich sag mal Ferrocity, also F-E. Könnt ihr das nicht einfach mal googeln? Nein. Schon, nein, gar nicht. Wer soll denn da auftreten? Es ist falsch, na gut, okay. Wer soll denn da auftreten? Ferros MC oder wie das? Na gut, schade, schade. Na. Und bitteschön, Team Wurst-Käse-Szenario. Anja, du bist eine Festivalgängerin. Ja, wir haben auch die richtige Antwort für Ferropolis bei Grevenhainichen aufgeschrieben und ich glaube, dafür kriegen wir jetzt einen Punkt. Yes! Und Benjamin Bierchen. Schön, wie die Stimmung immer mehr sinkt. Wir müssen schnell zum Ende kommen. Ja, Benjamin Bierchen, bitteschön, Nils. Natürlich, Ferropolis. Ferropolis, auch jeder Punkt. Für das Team und dann haben wir noch die Undertaker. Wusstet ihr das? Bei euch Festivalgänger, Schröck, du kennst dich doch aus, Musik. Ja, erstaunlicherweise hat es hier unser Kollege Herr Esche richtig auf den Punkt gebracht. Ferropolis, wir wussten. War ich schon mal beim Splash gewesen oder Meld oder? Beim Splash tatsächlich. Beim Splash. Alles klar. Ich musste halt auch ans Meld denken, aber ich wusste nicht mehr genau. Ticker mit dem nächsten Punkt, so. MC Escher, jetzt bin ich mal gespannt. Frage 23, Chip und Chap, wie lauten die ersten beiden Zeilen aus dem Intro-Song? Jetzt wird es wahrscheinlich wieder zu Diskussionen kommen, ne? Also, was hat denn das Team um Gunnar, die Undertaker? Serienfan? Ja. Zwei ganz denn, liebe. Doch. Denn. Haben wir aber richtig. Lies mal vor, was haben sie genau? Also, die Antwort aus Sing es vor. Räuber, Diebe sind auf Ganoventour doch. Doch, zwei ganz liebe, genau, das haben wir auch geschrieben. Auf ihrer Spur sind und das ist schon weg. Ihrer Spur. Ja. Ja, hier steht Räuber, Diebe gehen auf Ganoventour, ne? Das geht. Ja. Das,
Ja, natürlich. Die Kohlen, voller Punkt. Benjamin. Oder wer das Mikro hat. Ja, ich glaube, wir haben exakt dasselbe. Ihr habt es nicht? Räuber, doch, wir haben es, glaube ich. Räuber, Diebe sind auf Kanopentour. Doch, zwei ganz Liebe sind ihnen schon auf der Spur. Aber auch hier ist dann nur das Sind und nicht das Gehen. Das ist ein Punkt. Team Social Fucking im Shitstorm. Ja, genau dasselbe. Perfekt. Marco, ne? Quatschkopf. Quatsch! Merkst du nicht, wie das Publikum kippt? Du kannst mir doch jetzt nicht hier diktieren, nicht einen Punkt geben. Ich will raus aus der Nummer. Und Benjamin Bierchen. Ja, wir haben das auch. Wir wussten nicht, wo der Zeilenumbruch ist. Deswegen haben wir die danach auch noch geschrieben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Denn wie geht's weiter? Ist der Weg auch... Ja, Fall auch schwer. Fall auch schwer. Aha. Das wäre ein Punkt. Für Benjamin Bierchen. Und Flo, Serienfan gewesen von Chip und Chap. Ich übernehme die volle Verantwortung. Oh. Lisa und ich hatten einen Blackout. Ja, sie hat sich jetzt ja einfach dazu gesellt. Wir Vollidioten haben die ersten zwei Zeilen aus dem Refrain aufgeschrieben. Chip und Chap, Ritter des Rechts. Ja, genau. Aber mit sehr viel. Mit acht Chips auch, aber wie sich das gehört. Acht Chips. Würde ich fast einen halben Punkt für geben für Effort, aber. Chip. Nein. Fünf Chips und wie viele Chips? Chip. Ja, okay, können wir mal vorlesen, wie viele Chips hat er denn? Also, hier steht Chip und Chop. Chip und Chip. Sind es vier Chips? Ja, es sind vier Chips. Plus nochmal vier. Chip und Chap. Nee, Chip. Chip und Chap. Vier Chips. Ja. Und dann nochmal vier Chips ein Chap. Ja, also 24. Wer gilt als Erfinder der Glasharmonika, des flexiblen Harnkatheters und des Blitzableiters? Und ich hatte euch an die Hand gegeben, dass es sich um einen US-Amerikaner handelt. Eddie, das ist bei euch nicht angekommen. Also, kann man so nicht sagen. Also, als erstmal, wir haben als Antwort Leonardo da Vinci gesagt. Interessanterweise der für The Revenant hab ich diesen den Oscar Tipp mit Amerika hat, ja, nicht gehört, aber Max hat ihn gehört. Lisa hat ihn auch gehört und haben trotzdem zu Leonardo da Vinci zugestimmt. Ja, das ist leider nicht richtig tatsächlich. Ja. So, Team Benjamin Bierchen, konntet ihr diese Aufgabe lösen? Moritz greift sich selbstbewusst. Lange nachgedacht. Ja. Wir waren erst, bei wem waren wir? Bei Edison. Da war ich mir ziemlich sicher, dass das falsch war. Und dann ist mir Benjamin Franklin eingefallen. Denn neben Rocket Beans TV gucke ich genauso gerne ZDF Info. Auch auf Waldput TV zu empfangen, glaube ich. Das ist ein Punkt. Das ist einfach. Für das Team Benjamin Bierchen, die bisher hier eine weiße Weste, also die gehen nochmal richtig ran. Auch eine weiße Weste, bisher die Undertaker. Wusstet ihr das denn auch? Ja, wir haben natürlich auch Day of the Tentacle gespielt und wussten es deshalb. Benjamin Franklin, also auch hier als Antwort. Punkt. Dann, fucking im Shitstorm. Gesagt haben. Edison. Wow. Ja. Ohne den unser Preis nicht möglich gewesen wäre, aber... Habe ich gerade gesagt, ja genau. Haben wir noch ein Team? Ja, natürlich die Plörre-Päpste. Also ich gebe mal Props an Alvin, der mir ein Buch gegeben hat, wo genau das beschrieben worden ist, weil der Boy war derbe am Erfinderischen und dann ist er auf einmal auf dem Geldschein gedruckt worden. So war es mit Benjamin Franklin. Ja, auch einer der Gründerväter der USA. Sehr gut. Wie lang kann die Zunge eines Chamäleons werden? Das war die Frage 25. Antwort A, 120 cm, B, 140, C, 160 cm. Team Undertaker. Ja, wir haben geraten, haben einfach mal A gemacht. A, ne? Geraten und das ist goldrichtig. Yeah! Ihr hattet's auch? Grafiker auch. Gut, Junge. Alter. Ey, wir sind ja jetzt auch. Benjamin Bierchen, wo ist Käseszenario? Anja, was war da los? Zunge eines Chamäleons. Wir
wollten einfach mal auf Länge, wir haben auf Länge gespielt und haben gedacht, dass die kann sich auch gut einrollen und so ein Chamäleon ist ja auch nicht so klein, deswegen haben wir natürlich C geantwortet. 1,60 Meter tatsächlich. Ja, 1,60 Meter. Also gibt's bestimmt. Müssen wir nochmal nachrecherchieren. Lieber Chat, ja, die sollen es bitte nochmal recherchieren. Ist bestimmt schon vorgekommen. Oder, Nils? Wenn wir ein einziges Chamäleon finden, das eine 1,60 Zentimeter lange Zunge. Dann nennt ihr es Leonardo da Vinci. Dann kriegen wir den Punkt. Ja, wäre auf jeden Fall eine NDA-Matz. Innerhalb von 10 Minuten. So, und das Team Social, ihr habt es auch nicht, ne? Was habt ihr getippt? Wir haben B getippt. B, 1,40 Meter, nein. Falsch. So, dann hier noch das X. Also Punkte für die Undertaker, für die Grafiker, für Benjamin Bierchen. Und Wurst-Käse-Szenario. Wusste es nicht. Frage 26. Welcher deutsche Politiker sorgte mit dem Zitat "Ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein" für Aufsehen? Frage 26. Tobi Escher. Was sagt ihr gesagt? Das war Edmund Stoiber. Edmund Stoiber ist richtig. Jan. Was wusste, dass der Jan Starcheck hat das probiert? Ja, natürlich ist Edmund Stoiber, oder? Stoiber. 26, auch für die Grafiker ein Punkt. Fucking im Shitstorm. Konntet ihr diese Frage lösen? Nein, aber wir haben vermutet, dass es Guido Westerwelle war, weil der hat ja bestimmt auch Kinder, ne? Nicht? Ja, ist aber leider falsch. Aber kreativ war es trotzdem. Benjamin Bierchen. Raphael, was habt ihr getippt? Natürlich auch Edmund Stoiber. Edmund Stoiber. Gibt's ja diesen berühmten TV-Total-Nippel, ne? Ja, daraus haben wir unsere Fragen orientiert. Benjamin Bierchen hat es richtig. Und Wurst-Käse-Szenario. Auch wir haben Edmund Stoiber. Edmund Stoiber, richtig. So, dann Frage 27. Wann ist es am wärmsten? A, 30 Grad Fahrenheit, B, 30 Grad Celsius, C, 30 Kelvin. Die Grafiker, ihr müsst natürlich Farben oft nach Wärme und Kälte einstellen. Ja. Aber wir hatten eine Menge Herleitungen. Wir wissen auf jeden Fall, Fahrenheit kann es nicht sein. Dann stand noch Celsius und Kelvin. Bei Kelvin wissen wir natürlich so, farbweiß, bla bla bla, irgendwo bei 4000. Und dann dachten wir, muss das eigentlich Celsius sein. Ja, 30 Grad Celsius, richtige Antwort. Hattet ihr auch? Die Undertaker hatten das auch. Dann fucking im Shitstorm wieder ahnungslos gewesen. Benjamin Bierchen, Nils, ihr hattet das auch. In Celsius, ja. Ihr hattet das richtig. Und Wurst-Käse-Szenario, ihr habt es auch gewusst. 30 Kelvin sind minus 240 Celsius. Ungefähr plus minus. Typisch Classic Etienne Gardet. So, mal kurz hier 12,5 Punkte. Was haben wir? Oh, hier sind noch 7 Punkte dazugekommen. Hier sind auch 7 Punkte dazugekommen. Hier also Punktgleichheit. Hier nochmal 7. Ach stimmt, hier ist ein X. Richtig, 6 Punkte. Das heißt, sehe ich hier gerade, ihr führt gerade. Denn hier kamen nur 2, da sind wir bei 13, da sind wir bei 7, 15,5 Punkte. Also Benjamin Bierchen momentan vorne. Die letzten Fragen. Wie viele Bierkrüge trug Anita Schwarz über eine Strecke von 40 Metern und hält damit den aktuellen Weltrekord? Wollte ich von euch wissen, Frage 28. Also, Frau mit Bierkrügen, was habt ihr vermutet? Benjamin hat schon wieder das Mikrofon so. Ich habe es die ganze Zeit hier. Wir haben uns das visualisiert und haben gedacht, 18 wären irgendwie drei Dinger, also haben wir nicht gesagt, wären drei Dinger pro, 9 Dinger pro Hand. Und dann haben wir gesagt, das ist zu viel, aber 16 kann man machen für einen Weltrekord. 16? Knapp daneben. Aber... Was haben denn die Undertaker? Das ist ja nun wirklich eigentlich euer Name zumindest. Was glaubt ihr denn, was kann so eine Frau so tragen, Tobi? Also wir haben uns das hergeleitet, das war Frage Nummer 28. Ja. Und dann muss die korrekte Antwort 28 heißen. Clever, aber leider falsch. Und Team Social wieder völlig desillusioniert. Ja, die ehemaligen Spitzenreiter, was ist denn da jetzt los? Dritte Block völlig eingebrochen. Schauen wir mal, also es geht da eher um die Wiesen. War nicht genug. Ich glaube, es geht um die Wiesen da. Und ich weiß, dass halt sehr, sehr viele Kellnerinnen dort 10 tragen. Und ich glaube, zu wissen, dass es halt 14 waren. Mhm. Nee. Auch nicht. Und Team... Oh, jetzt kommen wir hier. Machen wir erstmal Team Wurst-Käse-Szenario. B.
bin mir nicht sicher, 15 oder 16? Das muss Fabian jetzt einmal sagen. 16, okay. Auch falsch. Und Benjamin, wir sind die aktuell führen. Jetzt. Ja, wir haben tatsächlich auch 28. Und es muss ja irgendwie stimmen. Gut, jetzt, wo ich das nochmal höre, muss ich natürlich sagen, nein, es wären tatsächlich 19 gewesen. Also okay, aber das war natürlich sehr knackig, ja. Da konnte man im Prinzip nur raten. Seid ihr mal einfach dabei. Nein, keine Rechte. So, Frage 29. Welche Stadt hat die meisten Brücken in Europa? Multiple choice. Venedig, Hamburg oder Amsterdam? Daniel Schröckert möchte ich mal dazu hören. Ja, da ich ja öfter mal hier mit den Barkassen durch die Stadt fahre und so weiter oder auch so einen roten Bus besteige, ja. Da hört man immer wieder, Hamburg hat mehr Brücken als Venedig oder Amsterdam zusammen. Also dementsprechend haben wir Hamburg genommen. Hamburg, ich bin normalerweise immer nur knapp Barkasse, aber wir haben hier mit Hamburg die richtige Antwort tatsächlich. Ja. So, die Anna Theker nochmal mit einem Punkt. Hamburg hatte auch Hannes. Ich habe gleich geschrien, ich weiß es, aber vielleicht betrügt einen auch, nämlich genau dieser Typ, der in einem roten Bus sitzt. Aber er hat gesagt, Hamburg hat die meisten Brücken in Europa. Hau mal eine Zahl raus. Vertrauen. Hau mal eine Zahl raus. Wie viele Brücken hatten Hamburg? 423.274. Ja, stimmt auch die Zahl genau. Fast 2.500 Brücken tatsächlich. Also, Punkt auch für die Fackeln im Shitstorm. Was hattet ihr? Haben wir natürlich auch Hamburg. So, die Päpste. Dann gehen wir nochmal ans Wurst-Käse-Szenario mit der Frage, welche Stadt hat die meisten Brücken in Europa? Hamburg. Danke, richtig. Und Team Benjamin Bierchen, Nils. Hamburg natürlich. Oh, auch das ist richtig. Letzte Frage. Was ist ein Damenbrett, wollten wir von euch wissen. Team Fucking im Shitstorm, was hat eure Gruppendynamik ergeben? Ganz am Ende hat Bell noch die Vermutung aufgestellt, dass irgendwie was mit einem Kleid zu tun hat, wo man irgendwie was reinsteckt für so einen geraden Rücken. Aber der Gedanke kam zu spät und Korsett haben wir jetzt nur geschrieben oder so eine Art von Korsett. Ja, schade, dass das ein bisschen zu spät kam. Ja. Wir gehen mal weiter an die Plörre-Päpste. Was habt ihr angegeben? Wir haben gedacht, was einfach eigentlich... Ne? Ja, ist aber falsch. Die Plörre-Päpste? Wir haben auf einen halben Punkt wenigstens gehofft, weil wir dachten, das ist auf jeden Fall richtig. Das Spielbrett für das Spiel Dame ist ein Damenbrett. Was? Yes. Jawohl. Die Undertaker. Ja, wir wollten auch Witz gehen und dachten, wie witzig wäre es, wenn wir geschlagen hätten. Aber nicht kleine Brüste, eine oder? Eine flachbrüstige Frau. Wirklich? Haben wir aber nicht gemacht. Haben wir aber nicht gemacht, deswegen haben wir gedacht, ja, was machen Frauen sonst gerne? Bügeln natürlich. Und haben deswegen das Bügelbrett gewählt. Ja, komm, da gebe ich euch auch noch einen halben. So geil, wie die Leute reagieren. So geil. Natürlich. Team Wurst-Käse-Szenario. Flo. Ja, schöner Chauvinismus-Punkt noch hinten. Wir haben ja mit Abstand am wenigsten Zeit gehabt, darauf zu antworten von allen. Und haben uns dafür entschieden, Damen, die reiten, sitzen ja gerne mit beiden Beinen auf einer Seite, damit die Beine nicht spreizen müssen. Und da müssen sie aber auch hochkommen. Mit einem Tritt, und das nennt man natürlich Damenbrett. Das habe ich schon mal gehört, das ist gut. Das ist falsch, aber eine schöne, clevere Herleitung. Weswegen ich da... Nein! Ja, komm, wenn du für Bügeltreppen halt gibst, vielleicht Freude. Mal so ein Halb... Ja, come on. Wir waren den ganzen Abend die Augenzeiger, bitte. Okay, die haben das Gleiche, sonst stimmen die nicht dafür. Findest du eine gute Nummer? Das ist eine gute, geniale Nebenerklärung. Wir gucken erstmal, was Benjamin Bierchen hat. Ich bin noch in Klausur, was ihr bekommt. Die bekommen nichts für so ein Schubige. Wir haben natürlich... Oh, Gunni-Maus. Da gibt's nichts. Ich weiß auch nicht. Ja. Aber das habe ich vor der Wahl, habe ich das versprochen. Das ist doch versprochen. Ja, jetzt schon. Er hat ihn doch. Benjamin Bierchen, jetzt. Ja, wir haben ähnlich gedacht. Wir haben auch gedacht, dass Frauen haben ja früher immer einen anderen Sattel gehabt auch.
beim Reiten. Was? Ist das doch nicht euer Ernst? Ohne Scheiß. Und deswegen denken wir, dass das Damenbrett ein Teil eines Damensattels ist, sozusagen. Okay, lies mal die Antworten vor. Was haben die beiden Teams da geantwortet? Wurstkäse und Benjamin Bierchen. Wurstkäse-Szenario, hier steht, tritt, um ein Pferd zu besteigen. Und Benjamin Bierchen steht einfach nur... Also es ist schon ein Unterschied. Es geht bei da geht es um den Tritt, um drauf zu kommen, und bei euch geht es nur um den Sattel. Okay, Moment, wer von uns jetzt die richtige Antwort weiß? Wer kriegt den Sattel? Nein. Wenn du's, hey Andreas. Also die richtige. Hey Andreas, ich wollte mal sagen, willst du nicht noch diese Stichfrage haben? Nein. Das wäre doch voll spannend. Apropos. Richtig geil. Und nein. Weißt du noch, mit diesem halben Punkt, den du schon abgezogen hast, für das Rechtschreibdingens Malheur, was da Tobi passiert ist? Also, die richtige Antwort, ja? Die richtige Antwort, was ist denn das immer, wenn so ein Name ist, was gibt's denn, was so heißt? Naja, das wissen wir ja nicht. Ja, ein Schmetterling. Hä? Ja, zweiter Gedanke. Das ist ein Schmetterling. Na gut, okay, wir machen die finale Punkteauszählung. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Versprochen hat es vorher. 9. Wir haben hier 9 plus 10, 11, 12, 13, 14 Punkte für das Team. Weißt du noch? Wurstkäse-Szenario. Hier haben wir. Ja, das ist schon gut. Ja, ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. Andreas? Sind wir bei 16,5 Punkten. Für Benjamin Bierchen. Die Grafiker Team Plörrepäpste haben nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5 Punkte gesammelt. Da sind wir bei 16 Punkten, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Dann. Guck mal hier, die Undertaker in der dritten Runde nochmal richtig aufgeräumt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. Wir sind bei 16 Punkten. Der halbe Punkt hast du jetzt vergessen? Das ist wirklich der halbe Punkt, der jetzt gefehlt hat. Na, oh Gott. Oh Gott, die werden mich hassen. Oh Gott. Halbe Punkt, Andreas. Der halbe Punkt. Andreas, du kannst noch alles gut machen. 2, 3 Punkte haben wir hier noch. Das sind dann 14,5 Punkte. Moment. Damit die Sieger. Hallo. Ich. Benjamin Bierchen. So, dann kommt einmal nach vorne, kommt einmal nach vorne. Schau mal, haben wir die eigentlich schon angehabt? Die müsste an sein. Raphael, komm, nimm dir mal das Mikrofon. Ein kontroverser Abend endet mit dem Sieg für euer Team. Hat sich das Quiz-Duell-Spielen gelohnt? Natürlich, Vorbereitung ist alles, das wissen wir. Ja. Das machen wir vor allem hier regelmäßig bei Rocket Beans TV. Also von daher, es war ja zu erwarten, muss man schon sagen. Nils, hast du das beste Team um dich versammelt? Lass mich mal einmal rumgehen. Absolut. Es ist echt ein fantastisches Team. Was die alles wissen, das, ihr habt keine Ahnung. Also sie sind alle mega, wirklich alle mega smart. Machen wir noch ein bisschen Strecke, weil mein Taxi ist noch nicht hier und ich müsste direkt raus aus der Sendung. Ja. Was war für dich das Überraschende an dem? Also es war ja doch am Ende hin sehr knapp. Es hat sich erst auf den letzten Metern entschieden. Also überraschend war für mich, dass in dem Moment, wo wir lauthals protestiert haben, dass Team Social Media das Handy wegpacken muss, dass sie ab dem Zeitpunkt keine Punkte mehr geholt haben. Ja, das stimmt. Das war schon sehr interessant. Aber es war mega spannend. Es war total knapp und wir konnten überhaupt nicht einschätzen, wie viele Punkte wir in der letzten Runde machen. Weil es hätten auch irgendwie 3 werden können. Ja. Und es waren, glaube ich, dann 8 oder 8,5 oder so. 8? Ja. Ja, ich bin mega happy. Also es war, es fühlt sich gut an. Aber wir bedanken uns natürlich auch bei jedem anderen Team, das mitgespielt hat. Das hat super viel Spaß gemacht. Ihr kriegt beim nächsten Mal vielleicht nochmal eine Chance. Ist okay. Also Team Benjamin Bierchen geht ja als Sieger hervor mit Sven, mit Raphael, mit Nils, mit Moritz, mit Lisa in einem kontroversen Kneipenquizabend mit einer Prise Willkür, mit sehr spannenden Fragen, sehr knackigen Fragen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das war Röps das Kneipenquiz. Bis bald. Ciao. Das Kneipenquiz.